Cookies, Comic-Cookies, lecker. Ja, herzlich willkommen zu den Comic-Cookies. Ja. Ausgabe Nummer 58. Jawohl. 57 war die aus einer Tiefgarage. Haben wir uns da schon gut erholt? Ja. Ja, dafür sitzen wir jetzt umgekehrt wieder unterm Dach. Im unterfränkischen Außenstudio. Also ganz tief oder ganz hoch. Ja. Je nachdem. Ja. Was ein Blödgebabbel schon wieder am Anfang. Ja, wir haben gerade mal zu unserer Comic-Häufchen verglichen. Es ist unverhältnismäßig. Aber naja, gut. Du hast ja das letzte Mal schon angekündigt, dass du noch ein paar mehr gelesen hattest, aber die halt nicht dabei hattest und deswegen die jetzt heute besprechen wirst, ne? Ja, ob die jetzt alle heute sein müssen, aber ach so, ja, okay. Gucken wir mal. Ne, das sind so Sachen, die ich nebenbei gelesen habe. Aber also ich habe derer zwei, ja. Aber mal was ganz anderes, mal völlig weg von Superhelden. Ja. Wobei so ganz völlig dann auch nicht, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Aber auf jeden Fall eine ganz andere Thematik diesmal. Ja. Okay. Und bei dir so? Ja, ich habe zwei aktuelle Sachen gelesen und ich hatte ja schon berichtet, dass ich jetzt nicht mehr dauernd nur aktuelle Sachen lese, sondern meinen Lesestapel dezimiere und da sind auch noch einige ältere Sachen von Carlsen dabei, von Splitter dabei. Mal gucken, wie wir weit wir kommen. Mhm. Okay. Ja, dann würde ich sagen, du hast den größeren. Fang doch mal bitte an. Ja, auf der Flucht vor diversen Groß-Events im Comic-Superhelden-Bereich. Mhm. Bin ich ja dazu übergegangen, dass ich mehr so Miniserien lese oder kleinere Serien, die jetzt nicht in größere Konzepte, zumindest soweit ich das weiß, eingebunden sind. Und ein Band, den ich mir da besorgt habe, ist Moon Knight Nummer 1. Allerdings die neue Serie ist ja noch nicht lange her, dass wir die alte Geschichte mit Moon Knight, vorgestellt haben. Die war ja ziemlich erfolgreich seinerzeit, sind drei Bände rausgekommen. Mhm. Die neue ist allerdings von Jeff Lemire und ist getitelt mit dem Namen Willkommen im neuen Ägypten. Gezeichnet hat das Ganze Greg Smallwood. Okay. Und zu meiner Freude wurde nicht so ein harter Cut gemacht, sondern es wird sehr viel Bezug genommen auf die alte Serie, aber nicht so, dass man es deswegen nicht verstehen konnte. Also man wird jetzt nicht so da reingezwungen, die dann doch noch zu lesen, oder was? Nö, ich empfehle das, weil das eine sehr gute Serie war, aber man kann das auch ohne die Geschichte lesen, die davor war. Ne? So, das war der erste Schnaps schon mal auf mich. ich höre das dann wieder nur beim Schneiden nachher. Das Ganze, also die vorherige Serie hat ja im Prinzip Warren Ellis sich ausgedacht, hat auch ein paar neuere Facetten da reingebracht. Zum Beispiel hat er nicht Moon Knight als, wie wir ihn kennen, als so ein bisschen Batman-artige Figur, Khonshus Faust, ne, so Vigilanten, sondern hat ihn auch noch als Mr. Knight beschrieben, wo er halt keinen Umhang trägt, sondern einen Anzug und nur eine Gesichtsmaske und nicht diese Kapuze noch dazu und der Polizei hilft und das Ganze, diese verschiedenen Identitäten, das ist ja was sich durch, seit der Schaffung von Moon Knight durch die Jahrzehnte hindurchzieht. Also es gab ja immer diverse Identitäten, also ob das jetzt Mark Spector ist oder ob das ein berühmter Schauspieler ist, den er verglichen hat oder ein Taxifahrer, also es gab ihn schon in verschiedenen Identitäten und auch in verschiedenen, wie soll ich sagen, Interpretationen der Figur von wirklich Punisher ähnlich, wie wir es gesehen haben in den Max-Comics. Wo wirklich dann auch Gesichtshaut entfernt wurde und ähnliche Sachen. Oder halt in der eher standardmäßigen Version, wie wir es bei den Westküstenrächern gesehen haben. Da habe ich die Figur seinerzeit das erste Mal mitbekommen bei Condor, weil ich die Westküstenrächer-Taschenbücher sehr geschätzt habe. Und im neuen Band finden wir Mark Spector im Zwiegespräch auf der ersten Seite mit Concho wieder. Das hat er ja auch schon im alten Band gern mal gehabt, dass er mit dem konferiert hat, natürlich wieder im altägyptischen Setting. Er stellt dann aber fest, dass er in der Irrenanstalt sitzt. Oh, okay. Ja? Mhm.
Und in der Irrenanstalt ist wirklich eine sehr klischeereiche Irrenanstalt mit sehr bösartigen Pflegern, einer sehr bösartigen Oberärztin. Er wird da verprügelt, wenn er irgendwas sagt über Moon Knight. Okay. Wenn er nicht kooperiert mit den Behandlungsmethoden, dann wird er auch gern mal an Autobatterie angeschlossen. So ein bisschen Stromtherapie soll ja sehr helfen, okay, wenn man nicht ganz richtig in der Platte ist. Hm. Und je mehr er sich dann aber zurückzieht, umso mehr fällt ihm auf, dass noch andere in dieser Anstalt sitzen. Verschiedene Figuren, die er auch aus der Vergangenheit kennt. Also das ist die ein oder andere junge Dame, in die er mal verliebt war, die ist da drin. Und letztendlich kommt es dazu, dass Frenchie ist sein alter Sidekick, der ihn als Chauffeur, Pilot etc. gedient hat, versucht ihn da zu retten, was natürlich überraschend ist, weil die letzten Signale, die wir von Frenchie bekommen haben, waren ein bisschen anders. Aber mit der Hilfe von Frenchie gelingt es ihm und noch einigen anderen, aus dieser Anstalt zu fliehen. Und ja, in dem Moment verwandeln sich die Pfleger ja in Wesen mit Schakalköpfen, wie man sie aus dem alten Ägypten kennt, oder aus Stargate. Mhm. Ne? Da wurde diese Thematik ja auch gern mal benutzt. Und die verfolgen ihn dann. Bloß das New York, in das sie halt fliehen, sieht halt auch etwas anders aus. Da steht nämlich zum Beispiel eine riesige Pyramide drin in diesem New York. Mhm. Und es herrscht offensichtlich auch ein sehr, sehr großer Sandsturm in diesem New York. Und da ist es natürlich sehr gefährlich, da zu fliehen. Und ja, sie versuchen das dann durch die Kanalisation und ja. Also ist eine große, große Jagd, die dann beginnt. Mhm. Mhm. Und das, was du jetzt alles erzählt hast, war im Grunde erstmal nur der Auftakt quasi. Genau, das war der Auftakt. Und will er den Band erzählen? Nein. Grob. Viel Handlung. Hier kommt es wirklich auf die Details an. Also er scheint dann auch mal als Mr. Knight zwischendurch oder er hat sich dann einfach mal so ein Bettlaken gehüllt und hat sich als Moon Knight mehr oder weniger verkleidet. Also das ist schon eine sehr tiefgehende Geschichte. Was ist denn jetzt, oder würdest du denn spoilern, wenn du jetzt was sagen würdest, was ist denn der Unterschied zwischen Mr. Knight und Moon Knight quasi dann? Oder ist das so eine Art alter Ego oder was? Ja, der Moon Knight ist, haben wir auch schon, wie gesagt, bei den Abziehen der Gesichtshaut erlebt. Mhm. Während der Mr. Knight so als Berater für die Polizei tätig ist. Ah, okay. Ne? So, der ist dann praktisch so das Offizielle nach außen. Ja, der ist quasi, es gibt ja auch die ein oder andere Batman-Geschichte, in der Batman auch so immer der Polizei hilft und gern gesehen ist, und so eine ähnliche Rolle bekommt er halt auch da. Mhm. Und da ist er auch weniger gewalttätig. Ne? Okay. Wo das Ganze hinführt, also der Band hat dann auch so eine Art Ende hat es dann auch, aber auch das ist wiederum ein Auftakt für was ganz Neues. Ja, also das schon so ein kleiner Cliffhanger dann. Also, ja, also geschrieben hat es ja Jeff Lemire, kann mir eigentlich immer gut lesen, wobei mir eigentlich seine Sachen besser gefallen, wo er selber was schreiben konnte, aber das geht mir ja meistens so. Greg Smallwood als Zeichner hat mir sehr gut gefallen, weil er viele Elemente aus der alten Serie auch übernommen hat. Zum Beispiel, dass dieser Anzug von Mr. Knight, der ist halt komplett halt auch weiß halt. Ne? Mhm. Während alles rum ist sehr gut eingefärbt, Mr. Knight ist halt, das ist halt pures Weiß dann. Mhm. Auch, ne? Und die ganzen Stilelemente, die davor, auch die Darstellung Khonshus mit so einem Vogelkopf, also Vogelschädel, muss man sagen, ist auch komplett da übernommen. Also das, man hat jetzt nicht zwangsweise gesagt, wir müssen jetzt was komplett anderes erfinden. Hatten ja auch keinen Grund. Die Vorgängerserie war meiner Kenntnis nach sehr erfolgreich. Mhm. Und es hat auch zumindest in diesem Band keinerlei Berührung mit irgendwelchen Großevents, die jetzt ankommen. Ne? Also Civil War 2 oder solche Sachen muss ich mir aktuell noch keine Gedanken drum machen. Ist das so ein eigenes Ding quasi? Das ist ein eigenes Ding, was du ein eigenes Universum, theoretisch so lesen kannst, aber es ist natürlich besser, wenn du schon zumindest mal die Nebenfiguren wie Frenchie oder so, wenn du da schon mal was von gelesen hast. Es gibt natürlich, wie in letzter Zeit sehr oft bei Panini, ein Vorwort, wo das so ein bisschen beschrieben wird von Christian Endres wieder. Was bisher geschah sozusagen. Genau, der so ein bisschen die Nebenfiguren, die dann noch auftauchen würden, zum Beispiel Gina Landers, die so ein Diner hat und andere einfach mal beschreibt, dass man so auch jeder da auf den Stand kommt.
Weil es ist klar, nicht jeder hat seit 1975 alle Moonlight-Geschichten gelesen. Ja. Und ja, man kann einfach diese Atmosphäre mit dieser Irrenanstalt mit, gemischt mit altägyptischen Sachen auf sich wirken lassen. Und ja, optisch hat es mir auch ausgezeichnet gefallen. Es ist nicht zu bunt, da hatte ich auch ein bisschen Sorge von. Es wechselt manchmal der Zeichenstil auch so ein bisschen mit dem Gedankenzustand, den er gerade hat. Ja, also manchmal ist es sehr reduziert, was wir sehen. Also noch strukturiert, ja. Quasi, ja. Und manchmal, gerade wenn es um Träume geht oder so, dann wird er sehr detailliert. Und sehr großes Lob auch für die Cover. Die sind in der Cover-Galerie enthalten. Die sind auch ausgezeichnet und ja, also sieht wirklich wundervoll aus. Wobei die nicht von Smallwood sind, sondern von Leuten wie Marco Rudy, Chris Stevens und so weiter. Gerade die Varianz, hier gibt es zum Beispiel eins, da ist so eine Moonlight-Action-Figur drin, das aussieht wie so ein Blister, wo einfach die Action-Figur drin ist, sehr schön gemacht. Aber auch ein paar bisschen gewalttätigere, wahnsinnigere Sachen, also da kommt schon was zusammen. Ja, weil das Ganze ist, glaube ich, ja doch relativ sicher als Variant-Cover auch in Deutschland erhältlich. Okay. Normalausgabe 16,99 € und die Variantausgabe 20 €, glaube ich. Okay, hast du zugeschlagen oder? Nee, ich habe es nur jetzt zufällig gesehen, weil da jemand eine Rezension geschrieben hat drüber. Okay. Die ich da irgendwie bebildern musste. So. Ja, wie immer die aktuellen Sachen, die wir lesen, da schreiben wir natürlich genau. Auch Rezensionen auf der Homepage. Also deine zumindest. Ja, der Steffen schreibt nicht so viel. Ich bin ein bisschen schreibfaul, ja. Deswegen habe ich auch einen Podcast gestartet. Ja. Weil man besser drüber reden kann. Ja. Obwohl ganz selten schreibe ich auch mal was. Ja. Dann lass uns mal über deinen Neuerwerb reden. Soll ich direkt mal weitermachen? Ja. Ja, gut. Schon. Okay, schon. Also es war das letzte Mal, als ich in London war, glaube ich. Das war, wann war das? Ist schon etliche Jahre her. Ja. Haben auch das Sherlock Holmes Museum besucht in der Baker Street 221B, obwohl es da gar nicht drin ist, sondern es ist, glaube ich, nebendran. Und da hat man dann irgendwie nochmal das alles so nachgestellt, wie das halt so in den klassischen Sherlock Holmes in den Romanen halt geschildert war. Ne? Mhm. So, da ist mir im Souvenirshop, gibt es ja dann natürlich da auch, ne, ist mir dann aufgefallen, dass es da ein oder mehrere Comicbände gab zu den vier Romanen. Ne? Es gab ja vier Sherlock Holmes Romane und dann gibt es die, ich sage jetzt mal Kurzgeschichten, ne, dazu. Genau, und die vier Romane wurden irgendwie als Graphic Novel umgesetzt. Das ist, wie gesagt, schon etliche Jahre her, lass es mal 6 Jahre her sein oder 5, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Jedenfalls habe ich halt damals die Teile mitgenommen, weil ich mir relativ sicher war, die gibt es halt nicht in Deutsch. Und ich glaube, die lagen auch damals in anderen Sprachen noch dort aus, eben nur nicht in Deutsch. Und deswegen habe ich mir die dann in Englisch mitgenommen. Und jetzt, letztes Jahr gab es dann die Ankündigung, dass der Biretta Verlag sich dieser Bände annehmen wird. Deswegen habe ich da natürlich nicht lange überlegt und habe mir dann den ersten, der jetzt dann erschienen ist, wir haben jetzt Februar, ich glaube der nächste erscheint auch diesen Monat, der erste, der erschienen ist im Januar, meine ich, oder im Dezember noch, ist eine Studie in Scharlachrot. Das war ja auch der erste Roman von Sherlock Holmes, von Conan Doyle praktisch. Und ja, im Grunde, ich meine, zur Geschichte brauchst du, glaube ich, nicht viel erzählen. Also wer Sherlock Holmes kennt, der kennt die Geschichte auch. Und nochmal Stößchen. Ja. genau. Deswegen geht es mir eher darum, um den Band selbst hier so ein bisschen mal drauf einzugehen. Also das ist natürlich sehr komprimiert, das Ganze. Du kriegst ja so einen Roman nicht in den Comic rein komplett. Und man hat sich hier meiner Meinung nach sehr an den, ja, ich sage jetzt mal Hauptevents abgearbeitet. Allerdings sind auch alle beide Teile drin, also die ursprünglich in dem Buch drin waren, die beiden Geschichtenelemente. Das eine eben um die Ermittlungen im ersten Teil und im zweiten Teil so um die Hintergründe des Ganzen ist beides hier drin. Und den Zeichenstil
wollte ich dich mal so ein bisschen erklären lassen oder mich? Beschreiben lassen, weil du, ich glaube, dass es nicht so ganz dein Stil ist. Wo, oder? Wo ist Oni, wenn sie nicht da ist? Ja. Ja, okay, ich verstehe, warum es dir gefällt, ist so ein bisschen ja, also mein Stil ist es halt auf jeden Fall, klar. Ja, schon. Also so eine Mischung aus leichter Realität und aber auch so mit cartoonigen Einflüssen. Mit cartoonigen Einflüssen auf jeden Fall. Kolorierung ist alles entsprechend auch ein bisschen dunkel gehalten. Mhm. Auch relativ flach mit einer, ja, wenig, sagen wir mal, mit wenig einer Schattierungsebene. Ja, wenig Details. Mhm. Wobei bei den Hintergründen Kolorierung müssen wir uns eigentlich mal vom Bouncy erklären lassen irgendwie, ne? Ja. Könnten wir. Ja. Durchaus. Ja. Bist du jetzt eher durch deinen Sherlock-Holmes-Fetisch oder durch die Zeichnungen dahin gekommen? Weil das es gibt ja gerade erklärt, dass ich da hingekommen bin. Ja, aber du warst da, aber ach, damals. Ne? Weil es gibt war, ja es gab zig Sherlock-Holmes-Comics. Ja, es gab, na gut, das war, damals war halt einfach pragmatisch. Es gab genau die Reihe da als Comics und vom Blick her hat mir das gut gefallen, eben auch vom Zeichenstil her und Aufmachung auch relativ, düster gehalten, also Cover schwarz und so weiter und so fort, schwarze Töne drin und ja. Gefällt mir immer ganz gut und deswegen, da habe ich dann nicht lange überlegt und da es wie gesagt nur die englische Ausgabe gab, die ich jetzt verstehen konnte, habe ich mir dann die mitgenommen, ja, und dann um das Ganze jetzt nochmal auf Deutsch nachzuholen, weil Sherlock Holmes dann für meinen Geschmack dann doch etwas zu detailliert ist zum Teil, um das komplett in Englisch zu verstehen, habe ich da nicht lange überlegt und habe dann gesagt, gut, dann hole ich mir jetzt in Deutsch auch nochmal nach. Ja. Finde ich interessant, dass Pirretta das gebracht hat. Hm. Meine Frage an ihn wäre jetzt gewesen, weil wir ja vorher im Vorfeld nochmal ein bisschen drüber gesprochen, ob er denn das Sherlock Holmes Museum jetzt dann auch damit bestückt. Also ob er praktisch seine deutschen Ausgaben damit zur Verfügung stellt, damit deutsche Touristen das dann da kaufen. Ja. Klären wir vielleicht nochmal irgendwie. Ist vielleicht auch ein bisschen der Sherlock-Serie geschuldet, dass die Thematik wieder ja, so ein also bisschen Sherlock zieht. Holmes hast du halt im Moment überall bei Splitter, bei jetzt Pirretta, bei Splitter sogar mehrfach, da hattest du auch die 5 von der Baker Street schon ein paar Jahre her. Ja. Aber es läuft ja immer noch. Und ja, genau. War das auch Pirretta, der schon mal Sherlock Holmes gemacht hat? Natürlich. Max hat auch so ein bisschen Bezug zu Sherlock Holmes immer gezeigt. Der hatte diese Albenreihe auch schon, Pirretta, ne? Mit diesem noch cartooniger gezeichneten Sherlock Holmes. Das war so ein, wie hieß das denn? Ja, ich glaube, das war auch, also direkt mit der Titelfigur Sherlock Holmes auch. Okay. Aber das war irgendwie, entweder waren das die Kurzgeschichten, das müssen wir nochmal nachgucken. Ja. Was jetzt auffällig ist. Also es war halt auch ein ganz anderen Stil. Ja. Ne? Es hatte mit der Reihe jetzt hier nichts zu tun. Was jetzt auffällig ist, das Format ist ein bisschen kleiner als wir es von Panini zum Beispiel, von Panini Standard Trade Paperback gewohnt sind. Das ist eher so ein bisschen wie bei Daniel Books. Ja. Ne? In die Richtung geht's. Ein bisschen verkleinertes Format. Doch, ich meine, ursprünglich, der hätte auch schon mal den, ja. Ursprünglich auch vom britischen Verlag, wenn ich das richtig lese. Ja. Gut. Zeichnungen von 20 Euro. ING Culbert und 20 Euro der Band. Textgestaltung von Ian Etchington, würde ich sagen. Ja, ja, was bitte? 20 Euro. Das Trade und dann habe ich gelesen, gibt es nur ein Hardcover. Gibt es auch noch? Limitierten Hardcover, aber da stand der Preis nicht bei. Ah, okay. Ach, gut. Ja. Ja, wie gesagt, die anderen Bände, das Zeichen der 4, der Hund der Baskervilles und das Tal der Angst sind wohl auch schon in Vorbereitung. Also die werden relativ schnell. Wie gesagt, das Material ist ja da. Ja. Warum pustest du da rein? Ja, also ich überlege, ob das was für mich wäre oder nicht. Ach so. Und ich glaube, mir wäre es, wie du festgestellt hast, ein Tick zu cartoonig einfach, weil. Ja, wie gesagt, es gibt noch, na gut. Wobei, also so, du hast dann natürlich auch wieder so Landschaftsdinger drin, wo du denkst, oh, ja. Ja gut, bei den Hintergründen bin ich mir nicht immer ganz so sicher, wie viel davon gezeichnet ist oder wie viel sonst in irgendeiner Art und Weise da reingebracht wurde. Ich meine, da kannst du ja relativ schnell mit dem einen oder anderen Programmchen einen gezeichnet wirkenden Hintergrund hinterzaubern. Ne? Also, ja, ich meine, das ein Bestandteil des
Buchs ist auch das Wort Rache, was ja irgendwie an die Wand geschmiert war. Ja. Und das war auch im Original auf Deutsch. Also das heißt, das deutsche Wort Rache wurde da verwendet. Mhm. Und das hat man hier jetzt halt auch eingefügt. Also das heißt, das ist auch in der Originalzeichnung wohl so drin. Ja? Mhm. Und da wurde immer wieder derselbe Schriftzug genommen tatsächlich. Also das sieht man dann schon. Ja. Finde ich aber gut, dass Peretta da sowas auch mitbringt. Ja, weil das hätte ich da, wenn ich den Band so liegen sehe auf dem Cover, da steht doch nichts von Peretta. Hätte ich gesagt, ja gut, könnte vielleicht von Reprodukt sein. Das hätte ich so vermutet. Oder meinetwegen auch Dani-Books, wenn man reinguckt. Mhm. Was mir jetzt halt tatsächlich ein bisschen aufgestoßen ist, ist, auch um mal so einen kleinen Kritikpunkt anzubringen, ist, dass manche Gesichtsausdrücke nicht zur Szene passen. Oder also es geht da halt um echt schwermütige Details, die gerade geschildert werden, und Sherlock Holmes lächelt sich da einen vor sich hin, ja. Also, ja. Der Sherlock Holmes erinnert mich übrigens an so eine cartoonige Version von Superman. Ja. Er hat durch den Scheitel. Natürlich diese blau-schwarzen Haare und das massive Kinn, könnte das... Könnte genauso gut Animated Batman sein, ne? Ja, oder das, stimmt. Also wenn du willst, kannst du gerne mal reingucken, hab ich jetzt nichts gegen, ja, aber... Ich glaube, das wäre es nicht. Quälst du dich da eher durch? Ja, was heißt quälen? Die Geschichte kennst du dann wahrscheinlich auch schon, ne? Ja. Naja, gut. Ja, für mich ist Sherlock Holmes dann auch ein bisschen düsterer. Also ich mag das dann doch sehr. Ja gut, man hat es ja versucht. Ne? Wie also wir es ständig haben, dieses viktorianische England. Ja, klar. Kommt ja jetzt überall, ne? Aber zum Beispiel From Hell hat das zum Beispiel super gemacht, ohne dass irgendeine Farbe da drin gewesen wäre. Deswegen, das ist für mich, weiß ich nicht. Also müsste ich jetzt, wenn ich nicht einen riesigen Lesestapel hätte, dann ja, aber ansonsten. Also wer jetzt, sagen wir mal, Sherlock Holmes Fan ist, dem würde ich es empfehlen. Wer die Romane noch nicht kennt und die einfach mal auf eine schnellere Art und Weise entdecken möchte, dem kann man es auch empfehlen. Also von daher. Hast du die im Romane gelesen? Nee, nicht alle. Also ich hatte mal in den ersten, wie gesagt, so reingelesen. Okay. Aber deswegen kam mir das auch alles relativ bekannt vor. Aber die anderen noch nicht so. Von daher bin ich jetzt auf die nächsten Bände natürlich ein bisschen mehr gespannt. Ich habe Sherlock Holmes habe ich ja immer so dieses Schwarz-Weiß-Film-Erinnerungen. Weißt du, weil das ist viel, was kam, was ich als Kind irgendwo gern gesehen habe, aber die waren meistens so Edgar Wallace-mäßig in Schwarz-Weiß gehalten. Ne? So im Stil waren die mal abgehört. Und vom Baskerville zum Beispiel. Ja. Und mochte ich immer sehr gerne. Zu etwas vom Stil her ganz anderem. Was für eine was für eine Überleitung, Steffen. aber auch im Prinzip was Altes, was wieder neu natürlich aufgelegt wird. Ja. Ich werde ja nicht müde, euch Trigan näher zu bringen. Jetzt die Hälfte, die zuhört schon wieder, auch nicht schon wieder. Wieso, das ist total... Trigan schon wieder, ach nee, jedes Mal dasselbe. Ihr könnt vorskippen, beruhigt euch. Das ist aber, also ich gehe das... Außerdem wird... Ich gehe das schon sehr wissenschaftlich an. Ja, wir können ja auch eine neue Kategorie einführen, die dann heißt Neuigkeiten aus Trigan. ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ja? Ich bin bekannt für meine guten Ideen. Jetzt wird dieses Grillenzirpen, was hier eingeblendet wird. Also, ihr wisst ja, ich als neuer Fan von Don Lawrence komme natürlich nicht um die Reihe rum, und ich, allein dieses Cover, was du hier siehst, hier vorne. Ich muss den Jingle schneiden. Ja. Was du hier vorne siehst, was siehst du hier? Verhältnismäßig viel Rot. Ja. Dieses Cover kommt mir bekannt vor. Tatsächlich, weil dieses gibt es ja nicht ein Modell zu. Ja, es war gedacht, dass du es umschreibst ein bisschen. Also es war so gedacht, das ist, also entweder hat einer sehr, sehr viel Spaghetti verteilt mit Tomatensauce schon dran, oder sind so Blutsträhnen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, fast. Also man sieht hier eine ziemlich zugewucherte Stadt. Ja. Und das ist natürlich die Hauptstadt von Trigan. Und natürlich. Wo so ein paar, wo Janno und seine Freunde durchstiefeln, schwer bewaffnet. Und alles ist zugewuchert. Das kommt natürlich von einer Spore, die auf dem Planeten gelandet ist und die jetzt langsam anfängt. Jetzt, wo du es sagst.
die langsam anfängt, alles zu überwuchern und alles zu ersticken. Also es ist eine sehr gefährliche Bedrohung, weil wenn du da drunter gerätst, dann kriegst du irgendwann keine Luft mehr, alles wird ausgedörrt und so weiter und so fort. Und das ist die letzte Story, die dieser Band zu bieten hat. Natürlich können die das abwenden, das ist natürlich klar. Der Titel heißt Spoiler. Auch, ja, gut. Man muss halt sagen, es war für Kinder konzipiert und natürlich gab es da immer ein Happy End. Mhm. Also zumindest bei den Sachen, die ich bis jetzt gelesen habe. Mhm. Das war die Episode Der Rote Tod. Wieder mit allem, was wir irgendwie in einer anderen Art und Weise auch schon mal gesehen haben bei Trigan. Ne? Mhm. Also die außerirdische Bedrohung, das machen sie sehr, sehr gerne. Was sie auch sehr gerne machen, ist, dass einfach Trigan bzw. Trigo mal nicht da ist. Ne? Ja. Da gibt es eine schöne Geschichte, der Tyrann. Da hat er sich einfach mal entschlossen, ach, das Kaiserleben, das ist nicht so meins, ich ziehe mich jetzt aufs Land zurück und setze dann andere Menschen, nämlich seinen Bruder, den typischen, den Wissenschaftler, der ihn immer begleitet und einen General als Stellvertreter quasi ein oder als, ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, jedenfalls, dass die dann die Regierungsmacht haben und zieht sich zurück. Mhm. Diese Möglichkeit nutzt ein Mathematiker. Also es ist ein im Leben gescheiterter Mensch, der dann irgendwann die ultimative Formel entwickelt, um ein Glücksspiel, ne, so eine Art Roulette, zu gewinnen, sprengt die Bank und übernimmt dann sehr, sehr schnell den Staat. Okay. Ne? Und auch dagegen muss wieder gekämpft werden. Aber auch in dem Fall ist es wiederum Janno, der da tätig wird und gegen die Bedrohung halt vorgeht. Ne? Das ist in den letzten Geschichten eh die Tendenz, dass Trigo, also der ursprünglich als der Held eingeführt hat, immer weniger da wirklich den Tag rettet, sondern es ist immer sein Neffe Janno, der das macht. Ich wollte gerade fragen, wer war nochmal Janno? Ja, ähnliches passiert auch in der ersten Geschichte, wo der Perik, also beziehungsweise der Wissenschaftler Perik, was erfindet, damit man unsichtbar wird. Ne? Ja. Und plötzlich wird ein anderer Mensch umgebracht und wer wird natürlich beschuldigt, das gewesen zu sein? Es ist wieder Janno. Ja. Ne? Auch das ist ein wiederkehrendes Element. Es ist sehr oft so, dass Regierungsmitglieder, sei es jetzt Trigo, sei es irgendwelche bekannten Figuren, beschuldigt werden und plötzlich alle, ja, der hat uns jetzt ungefähr 5000 Mal das Leben gerettet, aber natürlich hat er einfach und ohne Grund jemanden umgebracht und der muss dann fliehen und dabei benutzt er aber diesen Unsichtbarkeitsstrahl, den er da. Das ist für heutige Ohren, sagt man ja, okay, unsichtbar, das haben wir jetzt auch schon 20 Mal gesehen, aber für die Zeit, die späten 60er, in denen das hier entschieden ist, war das noch was vollkommen, war es noch das iPhone 13 oder sowas. Oh, ja, guck mal, die Niagara-Fälle da. Ja, Niagara-Fälle kommen auf. Und es sind aber auch gelegentlich gesellschaftskritische Ansätze drin. Mhm. Zum Beispiel in der letzten Episode, die ich noch nicht genannt habe, ist die ultimative Waffe. Auch da hat ein Wissenschaftler, wie der Name schon sagt, die ultimative Waffe geschaffen. Mhm. Und irgendwie gerät diese ist dann... Ist das ein grüner Ring? Ja. Nee, eben nicht. Was war so in den 60ern? Was hätte es da so für Ängste geben können? Atom? Genau. Das Ganze wird in der Folge nicht irgendwie angesprochen, dass er sagt, er hat jetzt die Kernspaltung erfunden oder sowas, aber in die Richtung läuft hinaus. Dümmlicherweise gerät das in die Hände der Loka. Das sind diese grünhäutigen menschenähnlichen oder also diese grünhäutigen Menschen, ja, sind ja im Prinzip sind's Menschen mit grüner Haut. Ja. Und das ist natürlich immer schlecht, wenn die irgendwas in die Hand geben, weil die immer noch darunter leiden, dass sie quasi nicht mehr die Tyrannen sein können, sondern von Trigo quasi zu einer Art Sklaven kann man auch nicht sagen, aber sie herrschen halt nicht mehr und müssen Arbeiten erledigen für die. Ja. Okay. Und da kommt es ja zu einer fast schon gesellschaftskritischen Ausrichtung, obwohl, wie gesagt, es wird nie ganz in diesem Band angesprochen. Zeichnungen natürlich immer wieder Zucker hier drin. Ja, also das, ob das jetzt die Uniformen sind oder die Gebäude oder auch diese, ja, wie du es nennst, diese Spaghetti, diese Überwucherung durch die außerirdischen Pflanzen, ja, die seltsam geformten Wesen, die es da gibt, ne, das ist ja auch so ein Markenzeichen von ihm, dass er so,
ja, wie kann man das beschreiben? So seltsame Monster, eine Mischung zwischen Echse und Fledermaus und ja. Schon so eine Art Drache, würde ja, ich fast sagen. So ein bisschen wobei Richtung, das ein plumper Drache ist, also relativ ja, so, ne? Ja, ein bisschen in Godzilla geht das Wesen oder hier hat er auch was Werwolf ähnliches oder riesige Fische. Das mag er auch besonders, wenn der Kopf des Fisches aus dem Wasser austaucht und nach dem Ruderboot schnappt oder so. Das, so nach dem Motto, halt, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also man kann sich vorstellen, dass das von der jugendlichen Leserschaft damals sehr gut aufgenommen wird und ich finde es halt immer noch sehr gut. Es ist halt immer diese Wechselwirkung auch aus neuester Technologie, ne? Also der eine erfindet da die Atombombe oder ist geile Fluggeräte. Auf der anderen Seite gibt es dann noch sehr zurückgebliebene Naturvölker oder Fischer, wie man sie sich vielleicht in den 50er Jahren in der englischen Hafenstadt vorgestellt hat. Ne? Mhm. Und die koexistieren nicht weit entfernt von Wüstenbewohnern oder so. Also es ist sehr, sehr gemischt und er hat da auch wirklich jeglichen Einfluss, den er irgendwo gefunden hat, reingenommen. Ja. Es ist halt auch seltsam, die Soldaten haben meistens relativ moderne Uniformen. Ja, das ist schon die eine Version, die ich hatte, die ging schon ein bisschen in NVA-Richtung. Okay. So ein bisschen. Und die Herrscherklasse indes läuft aber natürlich immer noch mit römischen Klamotten. Mit Lederrüstung und ähnlichen Sachen. Und auf der anderen Seite ziehen sie sich dann mal um und dann haben sie einfach den Flieger-Overall mit so einem riesigen Helm oder so sowas. Typische Armeeuniform halt fast, ne? Ja. Und also das ist immer noch interessant für mich und natürlich bleibe ich da dabei. Das ist überhaupt, es ist einfach. Und auch das nächste Mal wieder Neues von Trigger. ja, das wird das, Janu endlich Danny Books gründen. Nein. ja. Aber so ist es eben. Ja, gut, wenn der eine Leidenschaft dafür schlägt, warum auch nicht? Ja. Also. Was mich weniger erfreut hat. Okay. Weil zu cartoonisch? Nee. Meistens stelle ich ja irgendwas vor, wo ich. Ich hole mir natürlich die Sachen, wo davon auszugehen ist, dass ich auch Spaß dran haben werde. Also ist ja nicht, dass jemand schickt dir irgendwas zu, was du überhaupt nicht haben willst. Ja. Und du sollst dann was dazu sagen, sondern du holst dir ja bewusst Sachen, die dich auch interessieren. Und hier habe ich mir zum Beispiel gekauft von Image Comics die Serie The Gonners. Stand jetzt auch schon eine Zeit lang im Regal. Das sind, wie immer bei Image Comics, sind die ersten Trades immer für $9,99 zu haben. Ja. Und das ist natürlich, was weiß ich dann, keine Ahnung, um die 8 Euro rum oder sowas. Mhm. Oder je nachdem, wenn es älter wird, wird es billiger oder am Anfang ist es teurer, je nachdem. Und das war so eine von diesen Serien, die ich mir mal in so einem Kaufrausch von Image Comics geholt habe, aber die dann halt auch erstmal noch im Regal standen und wie das halt immer so ist. Und The Gonners ist ein Geschwisterpärchen, also Bruder und Schwester, die übernatürliche Fähigkeiten haben. Das ist halt in der Familie, weil ihre Eltern sind Geisterjäger. Ah ja. Und durch eine tragische Geschichte kommen die dann ums Leben und Brüderchen und Schwesterchen müssen sich dann behaupten in dieser Welt, wo es natürlich auch solche Wesen gibt wie Werwölfe, aber natürlich wie in den meisten Geschichten und auch in der Realität der böseste Feind ist natürlich immer der Mensch. Sie haben hier so ein bisschen, glaube ich, so versucht, die Optik. Ist aber hübsch gezeichnet. Ja, da habe ich sofort gedacht, dass das wieder was für dich ist. Auch da sehr, ich weiß nicht, welchen. Da oben steht es da, oder? Ja. Achso, da stehen wir. Woche Corona ist das. Und geschrieben hat das Jacob Seaman oder Seaman oder wie immer man das ausspricht. Das hätte gut so in frühen 2000ern rauskommen können, sage ich mal, von der Geschichte. Da gibt es einige. So in dem Stil, ja. Ne, das, da haben wir im Superheldenbereich haben wir einiges davon gesehen, aber auch in anderen Bereichen. Thematisch versucht sich so ein bisschen. Ein bisschen Richtung Ramos auch, ne? Ja, Ramos und seine Klone. Ein bisschen auch von Buab versucht man sich so von dem Design. Hier haben wir ein bisschen inspirieren zu lassen, was die Monster und sowas betrifft, was ja eigentlich eine gute Geschichte ist, aber es hat mich
einfach nicht so gefangen. Also das der Band ist in sich abgeschlossen. Mhm. Hätte wahrscheinlich noch Platz gehabt zu mehr. Aber ich habe jetzt das einfach, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht weiter verfolgt, weil mich das einfach irgendwo hat es mich zu kalt gelassen dann einfach dazu. Ja. Mhm. Also es war, ich kann es nicht datieren, warum und weshalb es mich da in einer gewissen Art und Weise einfach nicht gecatcht hat. Aber ja, sehr schade. Sehr schade, hatte ich mir mehr drunter versprochen. Aber das ist natürlich auch eine Serie, von der man auch nichts weiter gehört hat. Ne? Mhm. Viele von den bekannteren Image-Serien, früher oder später kommen die ja nach Deutschland, gerade jetzt, wo Splitter das auch noch mitmacht. Ja, oder halt auch Tokyo Pop mit dem Popcom-Label haben ja jetzt Fairy Quest rausgebracht. Fairy Quest? Gosh, I Hate Fairyland, Entschuldigung. Ja. Und ja, also ja, wirklich zu Recht eine nicht näher oder eine nicht bekannter gewordene Serie. Ja, okay. Also, vom Cover her alles wäre es genau mein Ding gewesen, aber es ist wirklich manchmal. Kann ich nochmal einen Blick wagen? Ja, natürlich. Naja, weil du schon so. Ach so. ja. Ja, zeichnerisch wäre es natürlich sofort mein Ding, ne? Das habe ich ja schon gesagt. Sieht echt interessant aus, aber wenn du sagst, das ist so storytechnisch so ein bisschen von da zusammen und da, ich müsste mal reinlesen. Ich würde es mir mal ausleihen. Ja, gerne, sehr gerne. Ja, also sehr gerne. Das wäre mal was, wo ich mal. Wir haben ja einen doch unterschiedlichen Geschmack, was das betrifft, gerade jetzt optisch. Genau. Ja. So, dann habe ich weiterhin noch was aus meinen Lesestapeln. Also alles, was jetzt kommt, ist noch aus meinen Lesestapeln. Ja, einen hätte ich ja noch dann, ne? Ja, aber aus meinem Lesestapel. Ach so. Du hast noch was Aktuelles? So, ja. Ja. Ach so, du hast jetzt ältere Sachen. Ja. Okay. Mhm. Eins davon ist Charlie 9 oder Neuf, wie man, wie der Franzose sagt, mhm. Charlie Neuf. Ja, von Richard. Ich kann auch wieder das Cover beschreiben. Gireno und Jean Töll. Da ist auch wieder viel Rot drauf. Da fehlt die Oni, ne? und zwar geht es da um Charles den Neunten. Mhm. Der König Frankreichs gewesen ist, wurde. Ja, man weiß es ja, nicht, man ne? weiß es halt vorher nicht, ja. Mhm. Wenn man sich da nicht so auskennt, ja. Französischer König in einer sehr gefährlichen Zeit, mhm. weil es da zu deutlichen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten kam in Frankreich, ne? Wo sich dann auch die Hugenotten gebildet haben und so weiter und so fort. Mhm. Und der junge Charlie oder Charles wurde von seiner Mutter ausersehen, dann König von Frankreich zu werden. Mhm. Und ja, man sieht halt, dass sie ihm am Anfang des Bandes sehr durch die Gegend schubst und ihm sagt, dieses und jenes musst du tun, also dass er im Prinzip nur eine Marionette ist, mhm. Die gar nicht so richtig ja, weiß, wie sie sich verhalten soll, gerade in politischen Dingen. Mhm. Es kommt dann ja, wie sage ich das, ohne das eine andere Serie zu verspoilern? Es kommt dann zu einem sehr tragischen Ereignis, mhm. Was ihm seine Mutter befiehlt. Mhm. Und zwar ist es so, dass ein großes Fest gefeiert wird. Ja. Und dann werden bei dem Fest einfach mal diverse Gäste um die Ecke gebracht. Mhm. Das hat natürlich deutliche Anleihen an eine bekannte Fernsehserie namens Game of Thrones. Ja gut, also ich sag mal, das ist ja jetzt nun Jahre her, also ich denke mal die meisten. Jedenfalls. Ich habe die erste Staffel immer noch umgeguckt zu Hause. Ist ja, geschichtlich ist es belegt. Ja. Ne? Hm. Das und zwar heißt dieses Ereignis die Pariser Bluthochzeit. Mhm. Ne? Und da können wir schon sehen, woran sich ein gewisser Autor eines ja. Bücherserie orientiert hat. Und genauso ist es halt auch gewesen, mhm. um sich unliebsamer Adliger mit dem falschen Glauben zu dieser Zeit zu entledigen. Okay. Wurde einfach mal ein großes Massaker veranstaltet, mhm. was taktisch natürlich sehr klug war, aber jetzt nicht unbedingt zum Frieden zwischen den Religionen beigetragen hat. Ja,
Wir haben hier, ja, der Steffen guckt schon. Johann und Pfiffikus. Ja, wir sehen einfach mal hier sehr, sehr unterschiedliche Stile in dem Band, weil der junge König auch nicht immer so ganz bei Trost ist, wie man sich das vorstellen kann, wenn man so groß wird und einfach mal als der Schöpfer der Bluthochzeit in die Geschichte eingeht. Und der Zeichner hat dann die weitere Geschichte immer in sehr unterschiedlichen Stilen bewegt. Zum Beispiel gibt es hier, wie du eben schon richtig gesehen hast, eine Szene, wo der König ausreitet durch den Wald und einfach mal schön im Peo-ähnlichen Stil Johann und Pfiffikus imitiert. Aber die Handlung ist nach wie vor so, wie geht ganz normal weiter. Das möchte ich lesen, ja. Bitte. Da gibt's aber noch viele weitere Stile. Also da wird teilweise der Stil von diversen Abenteuer- und Historiencomics imitiert. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz breite, zum Schluss wird es dann auch sehr düster und schwarz-weiß und nur diverse rote Eingaben werden dann hier gemacht. Und ja, es erzählt im Prinzip die Lebensgeschichte von dem Charles dem IX. Aber auch mit sehr, sehr vielen, also er ist zum Beispiel, er wird dann mit einer Deutschen verheiratet, mit einer deutschen Prinzessin, und die spricht natürlich nur in gotischen Schriftzeichen, ne? Das ist natürlich ganz klar. Ja. Also da hat sich der Autor vollkommen ausgelebt in diversen Klischees. Ist natürlich so eine blonde Schönheit. Ne? Da hat er alles gegeben. Mit der ist er verheiratet, das läuft aber nicht so gut. Aber mit der Prostituierten, die er im Dorf hat, da läuft das ziemlich gut. Also die macht halt auch alles, was sie will für ihn. was er will für sie. Was er will für ihn, ja. Und es zeigt, wie der Charles IX. Ja, so langsam in den Wahnsinn verfällt und natürlich, ich meine, ist jetzt auch schon wieder ein paar hundert Jahre her, zugrunde geht an der Geschichte. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass dich das jetzt direkt mitnimmt. Weil, ne, historisches Thema. Aber, historisches Thema. Also die Handlung hat halt keinerlei Ähnlichkeit mit Johann von Pfiffikus, ne? Das muss dir klar sein. Nein, ist schon alles in Ordnung, aber so das Konzept mit diesen unterschiedlichen Stilen, das gefällt mir immer sehr. Da hat er auch wirklich Gas gegeben. Hier, hast du wieder sehr flach, was du hier vorne schon mal hattest, was so direkt sagt Mignola, oder? Irgendwie. Ja. Er hat da sehr viele Stile, unterschiedliche Zeichen, die ich nicht alle hundertprozentig zuordnen kann, aber gut, bei Peo fällt es halt da sehr ins Auge. Direkt aber du merkst halt trotzdem, selbst wenn du die Zeichner nicht kennst, dass jetzt die Stimmung eine ganz andere plötzlich ist. Ne? Und ist natürlich lustig, wenn das so ein bisschen cartoonig wird auf einmal. Diese hier, die Grundzeichnungen, die erinnern mich wieder sehr an Lassell, der dieses Peter Pan-Interpretation gemacht hatte. Ja, ist ja sehr bekannt in Frankreich, also kann durchaus sein, dass das da eine deutliche Anspielung drauf ist. Und das würde ich mir auch noch. Ich muss mal deine ganzen Dinger wieder mitbringen, aber ich komme halt auch nicht wirklich dazu. Es geht nicht nur dir so, es geht auch Uni so. Ja. Achso. Naja. Was ganz Altes habe ich mir jetzt seinerzeit in der Bücherei geschossen. Ja. Und zwar ist das die Lucky Luke Classics Band 1 von Ehapa mit dem Titel Die Goldmine von Dick Digger. Was heißt denn Classics? Classics bedeutet, dass das nicht dieser Stil ist, wie er hier in der Umschlagseite gezeigt wird, den wir jetzt kennen, sondern dass die allerersten Geschichten sind, die Morris so geschaffen hat. Und die hingegen sehen natürlich dem heutigen Stil gar nicht mehr ähnlich. Das ist eher so, wie wir auch gesehen haben, amerikanisch. Ja, eher amerikanisch, wie in den damaligen Cartoons, das teilweise behandelt wurde. Popeye und sowas, ne? Genau. Ja. Und ich sag mal, die ersten Sachen von Goscinny sahen auch so aus. Ne? Stimmt, ja. Richtig, die hatten auch alle diesen... Humpapa war ja auch so ein bisschen in einem anderen Stil gemacht. Ne? Am Anfang, genau, am Anfang. Und genauso ist es hier auch. Ja. Die Stilmerkmale, also das gelbe Hemd und das rote Tuch und der weiße Hut, die sind natürlich schon alle vorhanden. Ja. Aber die Figur ist einfach ein bisschen knuffiger, kleiner und so weiter. Ja, wie in so einer Silly Symphony quasi auch, ne? Also das, was man so als Zeichentrickserien oder Zeichentrickfilme dann kennt. Genau. Und
Das, ach, ja. So ist der ganze Band gehalten. Ja. Und es war interessant zu sehen. Also es ist natürlich sehr, sehr leichter, einfacher Humor, wie das natürlich seinerzeit auch stark natürlich auf Kinder ausgerichtet. Aber gerade durch den Stil wird es heute wieder irgendwie interessant, weil das, was, weil es eine bekannte Figur ist, aber die komplett anders dargestellt wird. Ne? Das, ja. Wie gesagt, die Geschichten sind schon sehr einfach, sind diese Geschichte. Er hat das damals gezeichnet, trotzdem schon Morris, ja? Ja. Okay. Ne? Es hätte ein bisschen mehr Hintergrundwissen drin sein können. Das hat mir hier in dem Band komplett gefehlt. Das war halt zu der Zeit, wo der erschienen ist. Ich glaube, der ist von 96. Ja, 96 ist der Band, wo sie sich entschlossen haben, das nochmal rausgebracht worden. Es steht drin, die sind auch nicht alle in chronologischer Reihenfolge. Die haben die schon so ein bisschen gefiltert, das eine oder andere zusammen. Hm. Die Goldmine von Dick Digger ist 1947 erschienen im, im Spirou. Mhm. 478 bis 502 steht hier. Mhm. Und der Doppelgänger, da gibt es nämlich jemanden, der plötzlich genauso aussieht wie Lucky Luke, wie der Name schon sagt, ist ebenfalls von 1947. Also alles Geschichten, die noch unter den Eindruck des Krieges auch vielleicht noch so ein bisschen erschienen sind. Und das, ja. Ist ja hochinteressant. Ja, also. Das habe ich doch noch nicht gesehen. Da habe ich gedacht, die 50 Cent investiere ich doch mal in den Band. Ja. Ja, würde ich es jetzt jedem empfehlen? Ich würde eher sagen, nein. Das ist, ich mein, entweder die Liebhaber werden das eh haben. Ich wollte gerade sagen, die Lucky Luke Fans sind, die haben es vielleicht. Ja. Eigentlich kann man fast dasselbe empfehlen wie bei dem Band mit dem wir letztes Jahr irgendwann machen, den Mann, der Lucky Luke erschoss. Oder, Ja, durchaus. Weil das einfach mal Lucky Luke in einer ganz anderen Art und Weise ist. Auch wenn es sogar vom selben Zeichner ursprünglich ist, also von Morris, ja. Mhm. Aber es ist halt wirklich eine ganz andere Herangehensweise tatsächlich. Ja, also es wirkt nicht so, als wäre es derselbe Zeichner. Mhm. Na, das haben wir ja zum Beispiel bei Spirou auch, dass die sich über die Jahrzehnte hinweg durch andere Zeichner verwendet haben. Hier ist es aber also wirklich für 1947. Leider hat jeder so sein Lieblingsstil und Lieblingszeichner auch. Bei Spirou ist es aber der Wechsel ja noch viel, hat ja viel mehr stattgefunden noch. Ja. Ja. Und hier hast du, sagen wir mal, diesen Stil, dann hast du eigentlich den Stil, den jeder kennt, so, der eigentlich so der festgefahrene ist, also der sich natürlich auch noch leicht entwickelt hat über die Jahre hinweg, aber weitestgehend so beibehalten wurde. Ja. Und ja, das ist bei Asterix ja dasselbe. Willst du ihn auch mal mitnehmen, Steffen? Ich weiß nicht, wann das alles lesen wird. Ja, ich aber auch nicht. Ja, das ist das Problem. Da kann man auch sehr gut drin rumblättern. Also das ist. Ja, ich würde mal sagen, blättern reicht mir hier. Also wenn ich mir jetzt hier so ein bisschen mal durchblätter, ist das völlig okay und dann muss ich die nicht auch noch mitnehmen, sonst hast du ja bald gar keine Comics mehr. Also die Gefahr besteht nicht. Ja. Aber gucke ich nachher nochmal kurz durch, ja. Willst du deinen nochmal so ein bisschen? Ja, oder? Jetzt könnte ich nochmal kurz malen, bevor du hier dich völlig trocken redest. Monster. Damit meine ich nicht dich. So. Gut, das war dann der missglückte Versuch einer Überleitung. Ja, Gustavo Duarte hatten wir letztes Jahr auch schon mal. Irgendwie wärmen wir heute nur alte Sachen auf. Und zwar hatte ich mal dabei den Bizarro-Comic von diesem DCU-Label, als DC auch zwar noch New 52 war, aber irgendwie da nochmal so einen leichten Schwung reinbringen wollte, mit so einer Funny-Schiene so leicht. Genau. Und Gustavo Duarte war eben der Zeichner dieser Reihe. Und jetzt hat man sein ursprüngliches Werk oder eins seiner ursprünglichen Werke rausgebracht. Das ist Monster. Und andere Geschichten steht dann noch dabei. Das Witzige an dem Ding, man liest es nicht. Okay. Weil es ist kein Text drin, außer so gut wie keiner. Das ist mal wieder so ein Ding, genau, wo, das Richtige für dich. Genau das Richtige für mich, wo man einfach nur die Bilder sprechen lässt. Ja. Insofern ist es natürlich relativ schnell durchgelesen, aber es macht Spaß, das immer wieder nochmal durchzublättern, weil es sehr, sehr viele Details gibt, die man da noch entdecken kann. Dieses Buch zeichnet sich jetzt im Grunde dadurch aus, dass es im Grunde in größeren Teilen schwarz-weiß ist
und immer nur so leichte Blauschattierungen an einigen Stellen hat, wo es angebracht ist, um denen eine Farbgebung mitzugeben. Mhm. Im Grunde sind das drei Geschichten hier drin, deswegen ja Monster und andere Geschichten. Stößchen. Aber hier ist es jetzt einfach mal der Titel des Buches, da kann ich nichts für. so was von übersteuert. Und ja, die letzte Geschichte ist halt im Grunde die Haupttitelgebende, also die sich um die Monster dreht. In den beiden vorderen Geschichten, also die beiden vorderen teilen sich quasi die Hälfte. Geht es um völlig andere Dinge. Also da ist zum Beispiel der Farmer, der da bei seinen Schweinen lebt und da passieren mysteriöse Dinge. Ich will jetzt gar nicht zu viel erklären, weil sonst verrät man einfach zu viel. Der Farmer, der bei seinem Schwein lebt. Der Farmer, der bei seinem Schwein lebt. Widerlich. Genau. Und dann das Zweite heißt einfach nur kurz Birds, glaube ich, Vögel. Ja, also die zweite Geschichte war tatsächlich Birds. Handelt von zwei schrägen Vögeln, aber die halt ein, ich sage jetzt mal, menschliches Leben leben. Also die haben so eine Art Detektei und auch da passieren dann plötzlich merkwürdige Dinge. So, ja. Guck mal bitte rein. Ist das was du dir angucken würdest? Wahrscheinlich ja, den kannst du gleich mal hier lassen. Okay. Achso, ja, was ich eigentlich. Es reizt natürlich schon so ein bisschen dadurch, dass man es nicht lesen muss und dass das so ein bisschen durchblättert werden kann. Ja. Ja, Moment. Vorsicht, so ein bisschen durchblättert ist natürlich, aber man muss schon bei einigen Bildern genau hingucken, tatsächlich. Ja. Weil, das, was ich schon gesagt habe, dieser schwungvolle Stil und dieses, dieses Karikaturmäßige, manchmal gewisse Dinge erst auf den zweiten Blick erkennen lässt. Geht ja ordentlich zur Sache, ne? Ja. Also hier. Also es ist, ich hatte mir so einen schönen kleinen Vergleich zurechtgelegt und zwar haben mich die Geschichten so in ihrer Art so ein bisschen an so einen Kurzfilm von Pixar erinnert, aber das natürlich jetzt in dem Fall definitiv nicht für Kinder gedacht, weil es da dann doch schon mal etwas blutrünstiger wird zum Teil. Ja. Genau. Gut. Ich war auch wieder verwundert, das ist von Panini jetzt, ne? Ist ja Hardcover-mäßig auf sehr dicken Papier gehalten. Ja. 14,99. Wenn ich den so gesehen hätte, hätte ich auch eher 20 vermutet. Also nicht schlecht. Gut, dafür, dass man vermutlich relativ schnell durch ist, natürlich auch wieder. Das wohnt, du hast dir im Grunde hier einen Übersetzer gespart, wenn du das so willst. Ja, ja. Das stimmt, ja. Und was den Band natürlich auszeichnet, ist der hintere Teil, da ist ein Interview nochmal mit ihm drin. Das ist gut, ja. Geführt von Alex Bubenheimer und auch ein Skizzenanteil, der relativ groß ist. Ja. Und ich glaube, so diese Zusammenstellung gibt es auch nur in dieser deutschen Ausgabe. Mhm. Sehr schön. Man muss ja da immer noch einen gewissen Mehrwert bieten, dann, damit man dann, gerade in so einem Fall, wo dann halt wirklich fast kaum Text drin ist, nicht doch zum Original greift, ja. Aber ist eine Empfehlung. Wie gesagt, es ist ein Buch, was man schnell durch hat, relativ. Aber es macht Spaß, das immer wieder mal durchzublättern. Das ist quasi der gleiche von dem Bizarro-Band, den du neulich vorgestellt hast, oder? Wie ich schon sagte, ja. Ja. Ich hätte dir zuhören sollen. Oh Gott. Ja gut, mein Hirn ist dafür nicht geschaffen. Das ist automatisch, das sortiert gewisse Sachen einfach aus. Ja. Meistens, wenn du angefangen hast zu reden, dann geht das so. Aber wie gut, dass du es nochmal erwähnt hast, für die, die es auch nicht gehört haben. Dann ist es so wie beim Peanuts, wenn die Lehrerin redet. Genau. Sag ich, aha, Steffen, das ist ja interessant. Genau. Was hast du denn noch so gelesen? Ja, ich habe ein kleiner Wüstenfalke. Ich hatte den ersten Band von der Wüstenfeige schon mal vorgestellt. Ist ja auch eine Serie, die es schon ein paar Jahre gibt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon abgeschlossen ist, aber den zweiten hatte ich auch noch rumliegen. Und der Wüstenfalke von Comic Plus. Oder eigentlich müsste der Verlag ja Comic Plus Plus heißen, weil es steht Comic Plus ausgeschrieben und dann Plus. Ne? Also es ist vielleicht Comic Plus Plus Verlag. Sehr
ist eine Flieger, ein typischer Flieger-Comic, allerdings aus einer deutschen Perspektive, was eher ungewohnt ist, weil man das meistens aus einer britischen oder amerikanischen Perspektive sieht. Man ist hier aber mit Fliegern in Nordafrika unterwegs, und zwar in Libyen 1942. Mhm. Was eine gewisse Besonderheit daran ist, ist, dass es einen tunesischen beziehungsweise libyschen Jungen gibt. Ja. Also ganz abgefahrene Geschichte, der sich durch einen selbstgebauten Flugsimulator das Fliegen selber beigebracht hat. Okay. Wo die Wehrmacht bzw. die Luftwaffe dann sagt, hey, du kannst super fliegen, flieg doch mal für uns, kannst ein paar Tommys runterschießen. Mhm. Ne? Ist halt ein Comic. Ne? Also, aber ich glaube nicht, dass da irgendwer gesagt hat, libyscher Junge, flieg doch mal unsere, was weiß ich, 2 Millionen Reichsmark teure Messerschmitt durch die Gegend, oder ne, weiß ich nicht. Das Ganze ist aber nicht so gehalten, dass es jetzt hier irgendwie, patriotistisches, nationalistisches Ding ist, sondern die kommen sehr, sehr gut mit dem libyschen Jungen hier zurecht. Mhm. Und der liebt halt einfach das Fliegen. Lustigerweise seine zukünftige Ehefrau bringt sich das dann auch selber bei. Also ist alles ein bisschen stark Fantasy-mäßig gehalten. Mhm. Und typischer Fliegercomic mit vielen vielen Schlachten. Mhm. Es geht dann noch nach Italien rüber. Und der Junge stellt sich dann raus, auch oh Wunder, er hat möglicherweise deutsche Vorfahren. Na hoch. Ja, klar, es macht Sinn in der Wüste Libyens. Also schon sehr abgefahren, die Geschichte. Aber hey, ich will mich unterhalten lassen. Ja. Und das macht der Band eigentlich ganz gut. Wenn man da so ein leichtes Fable dafür hat, für ein bisschen historische Sachen, die mit eingebracht werden, ist das interessant. Ist halt kein realistischer Fliegerband, sondern einfach nur ein bisschen Abenteuer-Comic in diesem Setting halt erzählt. Und auch das sicherlich nicht ein Comic, den man jedem empfehlen kann. Und irgendwas hat's. Damals, als es rauskam, das ist ja auch schon diverse Jahre her, gab es wieder Vorwürfe, dass das hier irgendwie 2012 ist erschienen, sehe ich hier gerade, dass, hier wird Wehrmachtsromantik betrieben oder so, aber ich sage jetzt mal, wie gesagt, es ist halt ein Fliegercomic, da kommen halt auch Flugzeuge drin vor, und der ist logischerweise auch ein Balkenkreuz drauf, aber es gibt genauso viele britische Flugzeuge hier, die, es ist jetzt, für mich ist jetzt das kein ideologisches Ding halt, ne? Das, ich habe ja ein bisschen War Thunder gespielt, und da haben, also das Design ist sehr, sehr gut gelungen von den Flugzeugen, wie die Tarnung ist, wo die Kennungen sitzen, da erkenne ich wohl einiges wieder. Aber ich sag mal, darum geht es dem Comic nicht. Der möchte einfach eine Abenteuergeschichte erzählen, und das halt primär die von diesem libyschen Jungen, der zufällig dann zum Flieger für die Wehrmacht wird, so unrealistisch das auch sein kann. Ja, ich werde mir die restlichen Bände auch noch zulegen. Ich hatte so ein bisschen geschwankt, aber jetzt bin ich schon so weit. Da werde ich mir den Rest auch noch mal zu Gemüte führen. Mhm. Ja, also ich bin eigentlich nicht so die Kundschaft für diese Flugcomic und auch nicht für Rennfahrercomics. Alles, was immer so die Technik in den Mittelpunkt stellt, das ist ja so ein bestimmtes Genre, was gerade im franco-belgischen Bereich sehr abgefeiert wird. Bin ich eigentlich, aber irgendwas hat's, und gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn der gute Junge... ich mindestens 4 oder 5 habe ich schon gesehen. Da muss ich mal bei Gelegenheit mal wieder zuschlagen, wenn es sich mal wieder lohnt, eine Bestellung zu machen. Wobei, ich wollte ja eigentlich den Stapel abarbeiten, aber dann hat mir das ein oder andere dann noch im Petto. Mhm. Genauso war es natürlich bei einer Serie, die Splitter jetzt zumindest einmalig schon gesammelt gebracht hat, und das ist die Serie Zombies. Da hatte ich, meine ich, den ersten Band auch schon mal vorgestellt und habe mir so nach und nach die Bände 0
bis den 0.3, glaube ich, vorgestellt. Kann das sein? Ja. Und das habe ich jetzt in einem Rutsch gelesen, dass im Prinzip der Inhalt, der in diesen 10 Jahre Splitterband auch erschienen ist. Und es ist eine Zombie-Apokalypse, das typische Setting. Wobei hier gibt es auch ein paar Hauptpersonen, unter anderem auch einen ehemaligen Horrorfilmdarsteller, der sehr viel mit Zombie-Filmen gemacht hat. Ah ja. In dem 0. Band wird da ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, wo er in Russland ist zu einer Convention und plötzlich bricht da die Zombie-Apokalypse raus. Hier in diesen Bänden, hier habe ich gerade den 3., aber es kommt dann so, dass er so eine Art schwimmende Stadt gründet, weil er der Überzeugung ist, Zombies können halt schlecht schwimmen. Ne? Also wir haben schon die vieles machen sehen, aber schwimmen können sie nicht sehr gut. Mhm. Und er reorganisiert die Menschheit so ein bisschen im Westen der USA. Mhm. Und das ist die Geschichte, die Peru und Cholet uns hier kredenzen. Wie gesagt, schon einmal gesammelt. Also da kann man wirklich, ich glaube, ein ordentlicher Ersparnis, glaube ich, drin, wenn du den Jubiläumsband nimmst und hast den ganzen Plot in einen. Mhm. Zeichnerisch ist es auch sehr gelungen. Wenn man The Walking Dead mag und sich das Ganze auch in Farben vorstellen kann, dann ist man da bedient. Also das sind sehr, sehr ähnliche Ansätze. Das Thema war, als die Sachen rausgekommen sind, natürlich auch sehr gehypt. Da war ja alles voller Zombies. Ja, der Band ist jetzt hier, der 3. von 2014, aber der 2. Story-Arc liegt ja, glaube ich, auch schon vor. Da gibt es, glaube ich, noch keinen Sammelband. Mhm. Und ich denke, jeder Zombie-Fan wird da so ein bisschen eine Freude dran haben zu sehen. Es sind ein bisschen andere Ansätze, vielleicht in manchen Bereichen ein Tick realer sogar als bei The Walking Dead. Okay. Also jetzt nicht bösartiger, ne? The Walking Dead spielt ja sehr viel mit der menschlichen, mit dem menschlichen Abgrund. Hier geht es primär auch wiederum, wie verteidigen wir uns am besten, wie organisieren wir unser Leben, was können wir machen, um den Zombies zu entkommen und wie lange gibt es eigentlich noch Zombies? Mhm. Ist das ein nachwachsender Rohstoff oder wie auch immer gehen wir damit um? Auch mit der Thematik, sollte man in so eine Welt noch Kinder setzen? Mhm. Und durchaus gelungene Serie, die Splitter hier an Land gezogen hat. Mhm. Wäre das was du lesen würdest? Auf oder? Jeden Fall, ja. Also ich habe auch, wie gesagt, schon immer mal wieder davor gestanden und eigentlich wollte ich mir jetzt mal eben zu diesem Anlass diesen 10-Jahres-Band holen. Mal schauen, ja. Im Gegensatz zu The Walking Dead hat es natürlich auch gewisse Vorteile, dass dann halt einfach am gewissen Punkt noch abgeschlossen ist. Ne? Gut, ja. Und bei The Walking Dead muss er sich ja ständig neu erfinden und irgendwas und das am gewissen Punkt ist es natürlich schwierig, eine Endzeitgeschichte mit Zombies zu erzählen und immer was Neues zu erfinden. Ne, die Problematik hatten wir ja auch bei Crossed, dass an dem Punkt, wo dann die extremere Version von Zombies vorgestellt wurde, auch irgendwann schon vieles berichtet wurde. Mhm. Und ja, das Ding, wenn man den Jubiläumsband nimmt, in sich abgeschlossen, feines Ding. Ne? Das sind dann wie viele Bände in dem Jubiläumsband insgesamt? Sind dann 4 Bände enthalten. Ja, vier Alben und ich glaube, 40 Euro. Inklusive des 0. Bands? Ja, inklusive. Ja, also 0, 1, 2, 3. Ja. Genau. Mhm. Und feines Ding. Mhm. Okay. Kann man nichts sagen. Dann musst du noch zum Tierfreund. Zum Tierfreund. Und zwar auch wieder was längere Zeit sich in meinem Regal befand. Und zwar, du erkennst es schon am Stil. Ja. Ne? Allerdings, was ein bisschen auffällt, Ralf König kennt man ja normalerweise von diesen kleinen Schwarz-Weiß-Bänden. Mhm. Das hier ist Roy und Elle von Ralf König. Erschienen beim Männerschwarm Skript Verlag. Und zwar bereits 2004. Und ich möchte es jetzt schon so ein bisschen vorannehmen. Also das ist tatsächlich der Band von Ralf König, der mir am besten gefällt. Okay. Ne, wir kennen ja als Zeichner von diversen schwulen Comics, der bewegte Mann etc. pp. Mhm. Hier in diesem Band
finde das Thema Homosexualität natürlich auch vieles, aber die Hauptpersonen sind tatsächlich Roy und Elle und das sind zwei Hunde. Mhm. Ne? Und der eine ist so eine dickliche Promenadenmischung und der andere ist so ein kleiner Kläffer, aber mit Papieren. Okay. Und deren beiden Herrchen werden ein Pärchen. Ah ja. Ne? Während die dickliche Promenadenmischung schon einiges gesehen hat im Leben, was das Herrchen da so betreibt, ist der Rassehund, der kleine Dürre, natürlich vollkommen angeekelt von diesem schwulen Pärchen, mit dem er da umgehen muss. Mhm. Und er trägt es einfach nicht, dass sein Herrchen schwul ist. Okay. Und das lässt er auch bei jeder Gelegenheit raus. Also sehr bösartig und kotzt sich ständig aus darüber, wie ekelhaft und pervers und abartig das doch ist, was sein Herrchen da so betreibt. Okay. Und es ist durchgehend, aber auch immer so ein bisschen episodenhaft erzählt. Und ja, der kommt mal, die Mutter zu Besuch, die Mutter, weil das eine Herrchen kommt ursprünglich aus Fulda und das ist eine sehr erzkonservative Gegend. Und die kann damit überhaupt auch nicht abgehen. Ja. Und zum Beispiel, oder es kommt dazu, dass der Rassehund zum Decken eingesetzt werden soll für Geld, aber dann klappt das alles nicht so, wie es gedacht ist. Aber die lustigsten Momente sind wirklich, wo der Rassehund, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Roy oder Elle ist, ist schon ein bisschen her, dass ich gelesen habe, kommentiert, was da so im Bett von seinem Herrchen abgeht. Okay. Und das ist einfach, das kannst du, glaube ich, auch nur machen, wenn du selber schwul bist, weil bei jedem anderen wäre das, würden sie sagen, hier, was ist mit dir los? Ja. Wie kann man so intolerant sein oder so? Ja. Aber da zieht er voll wirklich aus dem Leder ab und bestätigt auch jegliches Klischee. Okay. Und das ist das, was ich bei Ralf König wirklich sehr schätze, dass er auch die Klischees, die diese Szene für Außenstehende hat, auch immer wieder voll mit einbringt und auf eine sehr lustige Art und Weise. Und manchmal ist es mir ein Tick zu viel. Also da sage ich, ja, okay, so detaillierte Ansichten hätte ich jetzt doch nicht gebraucht. Mhm. Ja. Aber hier ist, das ist hier auch gelegentlich so, aber durch diese Kommentierung, durch diese Zwiegespräche, die Hunde hier so führen, ist das, ist einfach unglaublich und das passt auch, also gerade die Gesichtsausdrücke von den Hunden und da wird auch kein Thema ausgespart, ja. Okay. Zum Beispiel gibt es hier eine Szene, wo gerade die Herrchen es mal wieder treiben und der Kleine muss eigentlich pissen und er kann halt nicht und muss kacken und dann muss er das halt, er will das nicht auf den Teppich machen und dann fängt er an mit dem totalen Rant darüber, was da jetzt komplett abgeht. Also ich wollte es eigentlich, möchtest du mal vorlesen hier, dieses Panel? Ich bin ja so besonders gut im Vorlesen. Ja, gerade da wirkt es auch lustiger, wenn du es vorliest, weil man mit deiner Sprache kann man sich den kleinen Rassehund sehr gut vorstellen. Mit meiner Sprache? Hier? Ab da. Na und, wenn diese bedröhnenden das ist wieder ganz schlimm geschrieben, Schwuchteln, den ganzen Abend im Bett liegen und sich die Unterarme in den, was? Das lese ich jetzt nicht vor. Nein, anal geduschten Kanal. Was? Schrauben. Während sich mir hier seit Stunden die Rosette zutackern muss, ich muss mal raus. Ja. Oh Gott. Aber es ist sehr, sehr, sehr schlimm geschrieben. Da muss er echt zweimal hingucken. Ja gut, da hat er halt geschrien. Ne? Ja. Aber das ist halt leider genau mein Humor, diese Szene. Ja. Ich fühle mich auch ein bisschen schuldig, dass ich das lustig finde, aber es ist total geil. Und das geht eigentlich den ganzen Band so halt. Ja, ne? Da, wie gesagt, da ist nichts Menschliches, wird da nicht erwähnt in diesem Band. Und ja, also ich muss jetzt sagen, das ist wirklich tatsächlich mein Lieblingscomic von Ralf König geworden. Und es ist sehr schade, also da würde ich gerne noch mehr von lesen. Warum macht er das nicht weiter? Ja, weil das bietet wirklich Millionen Sachen zum Erzählen halt. Ne? Das, zeichnerisch natürlich den Stil kennen wir, der hat sich auch nicht grundlegend verändert. Warum sollte er es auch tun? Ne? Ja. Knollennasen ist er halt. Aber ich finde es auch gut, dass es koloriert ist. Also das wirkt dann doch ganz anders
als die kleinen Schwarz-Weiß-Geschichten, mhm. die dann später noch kamen. Also es ist halt auch sehr groß, ist Albenformat, ja. Softcover. Mhm. Und das ist halt was, was man sich für ein paar Euro irgendwo schießen kann bei eBay oder so. Und ja, dem würde ich wirklich jeden, der ein bisschen derben Humor ab kann, mhm. Ans Herz legen. Also das, ja. ja. Mhm. Wäre das was für dich? Ich würde es mir sicherlich mal durchlesen, ja. Mhm. Aber jetzt nicht, ich habe schon wieder so viel Zeug da. Ich muss erst mal das lesen. Mhm. Aber bei Gelegenheit komme ich sehr gerne nochmal drauf zurück. Du hast ja auch mehrere Sachen von ihm, von daher. Ja, das ist schon, wie er vom Fernsehen sieht und sich so eine schöne N24-Doku über Adolf Hitler anguckt und spitz wird, weil Blondie plötzlich auftaucht. Die findet das. Naja. Gut. Ja, ja, das, ja, wie gesagt, ich fühle mich schon schuldig, aber ja. Das ist lustig, finde. Ja, dafür, ich glaube, dazu ist es gedacht, dass man es lustig findet, oder? Ja, es ist halt so diese Grenze, wo du denkst, das hat er jetzt nicht wirklich geschrieben, oder? Mhm. Das ist, ja. Gut. Ja. Die Comics sind weg. Die Comics sind weg. Tatsächlich alle gepackt. Ja. Haben wir denn sonst noch was zu erwähnen? So. Warst du denn mal wieder in Console Mania? Im Console Mania war ich nicht. Ich war in einem anderen Laden und habe mich ordentlich eingedeckt. Ist da noch ein? Ja, allerdings war ich diesmal in einem Retro-Shop in Eschwege. Ah ja. Da komme ich jetzt so schnell nicht hin. Nee, da kommt man so schnell nicht hin. Der hatte aber eine sehr schöne Auswahl. Der Name ist mir momentan entfallen. Mhm. Du hattest ja schon angeteasert, ob wir heute noch mal ins Kuschelmuschel wollten, aber ich fürchte, dann gehe ich wieder pleite, wenn ich da hinkomme. Ja, gut. Zumal sie ja, ich muss ja auch so ein bisschen. Ne? Also ich habe noch den TÜV diesen Monat und naja, wie das halt so ist. Wie wurde denn das Tweety-Bild angenommen? Ja, es steht noch unausgepackt. Aber naja, gut, das ist halt... Eigentlich freut man sich drüber dann, aber so, naja. Er hat mir wieder Blödsinn mitgebracht, so nach dem Motto. Ja gut, das ist ja Standard, oder? Ja. Ich meine, ja. Das ist halt dann so. Naja. Ja gut, ist besser als Blumen, oder? Na, da könnte sie gemischte Meinung drüber sein, aber gut. Das wollen wir jetzt hier so gar nicht so. Ja. Okay. Morgen ist Valentinstag. Ja. Macht dir nichts so, ne? Nee. Das ist zu Disney-mäßig. Ja. Naja, nee, wir werden ein bisschen was essen, aber das war's dann auch schon. Ja. Gut, wenn die Folge rauskommt, ist es dann eh vorbei. Ladet ihr euch gegenseitig zum Essen ein? Nö, ach, das nicht. Das mache ich dann schon. Mhm. Meistens. Ja. Nee, aber ansonsten haben wir dies hier noch irgendwie Messen und sowas? Ja. Die wir mal besprechen sollten? Ja. Was wir bestimmt schon mal gemacht haben letztes Jahr, aber trotzdem. Ja. Kann ja noch mal so ein bisschen ein kleines Resümee. Ja, der Steffen ist ein bisschen zögerlich, was München hier so angeht. Das stimmt, ja. Daran hat sich auch nicht viel geändert. Also das ist irgendwie, reizt mich, das ist ja nicht so. Gut, das habe ich das letzte Mal auch gesagt und dann bin ich doch noch mitgekommen. Ja, aber ja, irgendwie... Man könnte natürlich insofern Glück haben, dass dann doch viele zu dem anderen Event gehen, was da ist, nämlich die Comic-Con Germany, die ja gleichzeitig ist. Nee, die German Comic-Con ist das, ne? Ja, was auch immer. Eine Con ist zeitgleich. Also es sind dieselben Veranstalter, die in Düsseldorf war's oder wo war's? In Oberhausen. Du weißt, ich bin da nicht so firm, weil das nicht so mein Thema ist, aber wir haben ja noch eine Con, die in Frankfurt sein wird. Richtig. Und die ist dann von denselben Veranstaltern auf jeden Fall. Die auch in München, okay. Ich glaube, ja. Und da würde ich doch sehr gerne mal... Von denen, mit denen wir damals in München gesprochen haben. Mhm. Hm. Ja. Und da würde ich doch sehr gerne mal vorbeischauen. Ja. Wir hatten schon ungefähr 10 Mal angesprochen, dass ich zumindest nicht so das Publikum dafür bin. Ja. Aber wenn es schon mal in der Nähe ist, dann will ich zumindest mal einmal mir angucken. Und wenn es in S-Bahn-Reichweite ist, nehme ich das doch dankend in Kauf. Mhm. Und dann, du willst ja auch hin, ne? Ja. Ich schätze, da werden wir auch wieder ein bisschen aufnehmen. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere von den Hörern vor Ort. Ja. Also, wie gesagt, wer gerne da vor Ort ein paar O-Töne geben möchte, wie er es denn findet, was er gerade so macht und weswegen er vielleicht hier ist, sehr gerne. Mhm. Ich habe jetzt von den Programmpunkten an sich nicht allzu viel gefunden,
muss ich jetzt sagen, weil sind sehr, sehr viele Schauspieler. Ja gut, es ist auch da hat man sich sehr zögerlich so ein bisschen rausgetraut mit Namen erstmal. Mhm. Ist mir aufgefallen, also gab es dann andere Veranstaltungen, die später sind, die aber schon deutlich mehr Gäste irgendwie auf der Liste hatten. Also das ist ein bisschen komisch. Aber ja, schauen wir mal. Ja, so gerade zu Zeichner und sowas würde mich halt noch ein bisschen mehr interessieren, dass da noch ein bisschen was bekannt gegeben wird. Ich meine jetzt, man hat so ein paar regionale Helden wie Ingo Römling zum Beispiel, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er da da ist, aber man muss halt mal gucken, wer dann noch so kommt. Wird das erste Mal sein, dass ich mir so eine Comic-Con auch antue, also wie gesagt, es gibt ja schon jetzt das zweite Jahr in Folge, glaube ich. Du hast dann noch irgendwie die Stuttgarter Comic-Con, die eben dann von einem anderen Veranstalter ist. Gut, da ist Panini natürlich sehr präsent. Das ist natürlich da ist wieder eine andere Panini, Nummer. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die dann auch stattfindet. Ich habe jetzt noch gar nicht groß weiterverfolgt. Ja, ich denke, warum sollten es? Es läuft ja, glaube ich, ist hier, glaube ich, immer ausverkauft, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, warum nicht? Also, wenn das in irgendeiner Art und Weise dazu beiträgt, dass irgendjemand aus der, sag ich mal, normalen Comic-Szene da vielleicht ein bisschen was mehr verticken kann, dann soll mir das recht sein. Wobei ich jetzt zum Beispiel auch, ich meine, es war oft, nee, Bizarro Blog hat es, glaube ich, geschrieben, dass hier der Comic-Wurm zieht sich zurück. Also, um das kurz zu umschreiben. Der Comicwurm aus Hannover ist ein Comicladen aus Hannover, der auch sehr viel mit Versand betreibt. Also da habe ich auch schon das ein oder andere von der Backlist, was ich haben wollte, bei ihm gefunden. Und es hat auch immer super geklappt. Mhm. Und die waren immer sowohl in Erlangen als auch in München, wenn ich da war. Habe ich immer gesehen. Ne? Das echt? War, ja, die waren ja immer so familienmäßig unterwegs. Also er mit seiner Frau und ich glaube, die Tochter war gelegentlich dabei. Ach so, die waren das, die damals einen Stand neben uns hatten. Ne? Das ist der Comicwurm gewesen. Ah, ja. Und also immer sehr großer Stand mit Comics. Und ja, die haben jetzt gesagt, also es lohnt sich nicht so richtig, weil viele, ich meine, die haben so eine kleine Veröffentlichung gehabt, hat er auch gesagt, ja, viele sind dann halt da, um Zeichnungen auch zu ergattern und so weiter und so fort. Aber ich sage, ja, aber deswegen bin ich ja auch bei einer Comic-Messe in dem Stil. Ja, also ich persönlich bin jetzt nicht mehr so der große Zeichenjäger, wie das vor bei der ersten war, wo ich das erste Mal im Erlangen war. Da habe ich mich voll gestresst und jetzt ist es gar nicht mehr so. Aber für viele ist das natürlich auch das Highlight, weil letztendlich ist die Konkurrenz ja zu dem, was ein normaler Comichändler da macht, das Internet. Ja? Also ich gehe jetzt nicht, also ich fahre jetzt nicht unbedingt nach München oder nach Erlangen, um mir einen Comic zu kaufen, den ich auch bestellen könnte, weil ich muss ihn nach Hause tragen. Ja. Ne? Und der Preis ist genau der gleiche. Ja, klar. Ja? Ich wollte jetzt gerade schon intervenieren und sagen, ja gut, der zieht sich halt mehr so von Essen zurück oder so, aber das stimmt natürlich. Nee. Auch bei den anderen ist es natürlich so und das, wir haben uns heute schon mal so kurz drüber unterhalten in unserem Chat, also ich mit den anderen Grüppchen und du hast ein anderes Grüppchen? Ja, ich habe ein anderes Grüppchen, das weißt du doch. Das kleine Comic-Stammtisch-Gruppchen. Frankfurt oder Offenbach? Frankfurt. Okay. Also, na gut, manche kommen auch nach Offenbach, aber jedenfalls hat man uns da auch so drüber unterhalten und wenn man das mal an sich selbst so ein bisschen betrachtet, wenn du auf eine Messe gehst, hältst du dich überwiegend, wie du schon gesagt hast, da auf, wo halt Zeichner sind. Das sind dann meistens die Verlage selbst. Da hat dann der Comic-Händler natürlich nichts von. Oder du guckst gezielt nach irgendwelchem Merchandise oder du guckst gezielt nach, sag ich jetzt mal, Antiquitäten oder Artbooks oder sowas in der Art. So habe ich es jetzt an mir festgestellt zumindest. Oder Panels, also beziehungsweise oder Vorträge. Panels, ja, das kommt natürlich noch hinzu. Und da ist dann mit Comic-Händlern oder selber, gehst du mal auf eine Ausstellung. Ist dann eher was nicht so beachtet wird, das stimmt schon, ja. Ich habe tatsächlich mal was bei dem auch in Erlangen gekauft. Und zwar war da ja der Herr Wichmann da, ne? Zum Beispiel Auto von Anthrax und anderen Primo-Sachen. Und der hat mir was signiert. Ich hatte aber ein Band von ihm hatte ich noch nicht. Und
den hatte er zum Beispiel da. Das war aber ein Zufall. Also ich habe da schon was geholt, aber ich habe mir das bewusst geholt, weil derjenige, der es unterschreiben wollte, halt auch vor Ort war. Ne? Ja. Der hatte nämlich einen Captain Terror da. Und das hatte sonst keiner in Erlangen, dass du da einfach mal deinen Captain Terror auf den Tisch legen konntest zum Unterschreiben. Ja. Aber es ist ja, halt... Ja, aber auch das ist halt, Zufall. Ist halt ein Zufall dann, ja. wollte ich gerade sagen. Weil normalerweise ist es ja so, wenn die Verlage dann einen Künstler da haben, dann haben die meistens auch genug Material da, was du, mit dem du dich dann eindecken kannst vor Ort. Ja. Und von daher war das dann halt in dem Moment ein Zufall, weil du nun genau das Heft wolltest von ihm. Und er war aber gut sortiert. Hatte auch die ein oder andere Rarität, die du jetzt auch nicht immer so einfach über den Tisch kriegst, wenn die mal ausverkauft ist. Aber es kränkelt vielleicht auch so ein bisschen an der Buchpreisbindung. Ja. Ne? Weil du deutschlandweit denselben Preis haben musst für ein Druckwerk. Hatte, glaube ich, auch selber geschrieben, ne? Dass das so ein bisschen ein Problem ist, dass dann sogar die Leute noch anfangen zu handeln, ne? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich den Buchpreisbindung für was Gutes oder was Schlechtes halten sollte. Das jetzt mal völlig außer Acht. Mhm. Ja. Aber er ist nun mal da, also von daher, Ja. Die Sammlerecke macht es ja zum Beispiel so. In Erlangen, da gibt es ja immer diesen, wo du den Comic dann wiegen lassen kannst. Ne? Die haben dann ältere, alte lustige Taschenbücher oder Alben aus den 80ern oder sowas. Also die Sachen, die jetzt nicht mehr für einen normalen Preis weggehen. Und da kannst du dann ja das Zeug kiloweise holen. Ne? Und da decken sich ja viele ein. Und wie ich höre, dieser Comic-Flohmarkt in Erlangen ist ja auch immer sehr gut besucht. Das natürlich dann auch wieder natürlich nur mit Sachen geht, die halt der Buchpreisbindung schon... Die gebraucht sind. Ja, genau. Die gebraucht sind. Für die nicht mehr gilt. Ne? Ja. Aber ich habe natürlich auch gesagt, hatte ich ja auch dazu geschrieben auf Twitter, dass es natürlich auch Comic-Händler gibt, die ab und zu einfach mal auch jemanden an diesen Stand haben. Und da ziehst du dir halt auch Leute, die stehen vor deinem Stand und vielleicht nehmen sie dann doch mal irgendwas mit. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, dass der, wie heißen die aus Erlangen? Da gibt es auch diesen Comic-Laden. Ja, der, Ultra Comics haben immer mal wen, und wenn es ein regionaler Zeichner ist, aber sie haben wen am Stand, wo du sagen kannst, oh, hier stehen jetzt nicht... Erlangen? Ja. Der Ultra Comics hat doch in Erlangen vorwiegend Carlsen so bestückt, oder? Ich habe auch schon gesehen, dass die Natürlich haben die andere Sachen auch mit am Stand. Ja, aber auch mit regionalen Leuten. Ja. Ne? Okay. Und das ist natürlich immer dann auch mal gut für irgendeinen Zufallskauf, wenn du dann irgendwie einen da sitzen hast und du sagst, oh, hier die Schlange ist nur zwei Leute. Ja. Mir gefällt, was er macht, warum sollte ich das nicht mitnehmen? Ne? Ja, wenn da bei Splitter die Schlange 40 Leute lang ist und die sind mit ihrem Rollkoffer und mit ihrem Klappstuhl da. Ja, ist ja so. Ja, ja. Ne? Sie haben es, glaube ich, auch so ein bisschen angegriffen, diese Zeichnungsabräumungsmomente. Also es gibt ja wirklich Leute, die sich nur damit beschäftigen und machen wir uns nichts vor, sich auch teilfinanzieren damit. Ne? Mhm. Also sie stellen sich den ganzen Tag an, sind bei diesem Künstler, hören sich auch gern mal von einem mehrere Sachen, wenn das möglich ist. Ne? Ja. Und dann wandert das, gibt es dafür irgendwo Bares, ne? Weil so eine Zeichnung, ne, das, man kann sich das ja ausrechnen so ungefähr, das spart ja einiges an Geld, wenn du die einfach direkt direkt orderst, statt wenn du dich zwei Stunden irgendwo in die Schlange stellst. Ja, ne, klar. Ja. Aber ich weiß halt auch nicht, also ich finde es schade, weil für mich dieser Stand auch immer irgendwie dazugehört hat. Aber ich muss auch sagen, bis auf das eine Mal, wo ich mir das geholt habe, habe ich das auch nicht weiter irgendwie, weil wie gesagt, die Ausrichtung da momentan bin ich größtenteils mit Aufnahmen dann beschäftigt. So ist jetzt meine Signiergeschichte statt signieren, lieber irgendwen fürs Mikrofon zahlen und mal ein bisschen was dazu hören. Und Aber du bist ja auf jeden Fall in München, ne? Du hast das schon. Nee, gebucht, weil allein hätte so. Bin ich jetzt auch nicht so motiviert. Ach so. Ja? Also das ist. Alleine. Ich mein Außenreporter vor Ort. Nee, der Außenreporter wird in Frankfurt natürlich wieder mit dem alten Aufnahmegerät selbstverständlich vor Ort sein. Ja. Gut, Frankfurt müssen wir dann mal gucken, wie das dann läuft. Ja.
Ne? Ja. Und da bin ich auch, wie gesagt, sehr ich lasse mich da aber auch gerne mal ein bisschen berieseln, auch wenn ich weiß, dass es nicht unbedingt genau das ist, was ich haben möchte. Mhm. Aber ich habe mir das auch, also da kannst du ja auch das Silberticket, das Goldticket und was weiß ich, das Premium Durchlass und schneller an der Schlange vorbei und also dafür, das bin ich nicht. Ja, ne? Also das sehe ich auch nicht ein. Da müsste schon. Also ich bezahle gerne den Eintritt, um einfach mal das Ganze zu erleben, ja. Ja, um mir überhaupt mal ein Bild davon zu machen. Ja. Aber jetzt irgendwelche Stars, also wenn jetzt nicht der Star kommt, wo ich unbedingt hin muss, ist das auch nicht wirklich für mich eine Option dann. Ja, nochmal schnell Stan Lee treffen, bevor er stirbt oder so. Ne? Das, Ja, selbst da würde ich jetzt nicht. Also bei Stan Lee wäre ich versucht. Echt? Ja. Da würde es mir fast sogar reichen, wenn ich den aus der Ferne irgendwie nochmal sehe. Oder aber ja. Ist halt immer so die Geschichte, ja. Also. Prost. Prost. Wo ist der Star? William Shatner. Ja, William, na, das ist jetzt nicht so meine Generation. Michael J. Fox hat mir auch schon auf Michael J. Fox, das wäre einer, Christopher Lloyd, das wäre einer. Aber die waren halt auch schon da und ich weiß halt nicht, also bei manchen Städten, bei den ärmeren Figuren oder was heißt bei den ärmeren, bei den von der Gesundheit beeinträchtigten Leuten, finde ich es auch immer ziemlich also natürlich, die kriegen Geld dafür, dass sie 2 Sekunden in ein Foto lächeln, das ist okay für die, aber denke ich so, und diese armen Menschen, die müssen jetzt hunderte von Leuten müssen sich mit denen und sie müssen ständig freundlich, also manchmal tun die mir dann auch so ein bisschen leid halt so, ne, das ist schon natürlich, ja, aber ja. Ich meine, Michael J. Fox, der ist gebeutelt, der Lloyd ist gebeutelt, Stan Lee sieht auch nicht mehr so wirklich, nee. Ne, also es ist, wie gesagt, ich will das nicht kritisieren. Es gibt ja Leute, die ganz schwierig, bewusst Autogramme sammeln. Ne, du machst das ja auch gern mit Fotos. Ne? Also ne, ja, wir haben schon Fotos mit der Hella gemacht. Ja, und so weiter und so fort. Ja, aber ich mache das auch mal gerne. Aber ich sehe es jetzt dann auch nicht wirklich ein, jetzt dafür dann Unsummen zu bezahlen. Also das ist dann halt auch schwierig. Und aber wie gesagt, es gibt den einen oder anderen, wo ich dann echt überlegen würde, weil dann doch so stark beeinflusst hat irgendwo, aber ja, das ist halt immer so eine Geschichte, gerade bei so Leuten, wo du gesagt hast, wo man schon halt weiß, für die ist es jetzt auch ein Prozedere. Natürlich, die haben dann auch kürzere Zeiten und da wird dann das Ticket wahrscheinlich umso teurer sein, weil umso weniger Leute sie da abfertigen können, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist das dann halt, ist der Markt wird natürlich dann viel höher auf so einer Messe, ne? Aber ist halt auch immer die Frage, wie weit lassen sie sich vom Management treiben, das überhaupt zu tun und so weiter und so fort. Ist schwierig, ne? Also wie viel kommt da von denen selbst? Machen sie es wirklich noch gerne oder ist es halt wirklich nur noch, sage ich jetzt mal so, damit man überhaupt noch irgendwas dazu verdient oder gut, das ist halt in den USA natürlich auch ein anderes, ich sage jetzt mal Rentensystem, was hier in dem Sinne so gut wie keins, oder? Ich weiß jetzt nicht, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber ich meine, bei Schauspielern ist es ja dann sowieso nochmal was anderes wahrscheinlich, also so Künstlersozialkasse und sowas, keine Ahnung, ob es sowas überhaupt gibt. Ja. Man muss natürlich sagen, es sind nicht nur die gesundheitlich stark beeinträchtigten Menschen da unterwegs, sondern es sind auch viele jüngere Schauspieler, aber ich habe auch gesehen, sind halt viele Nebendarsteller, wo ich dann doch mal in mich gehen muss, um zu selbst bei Serien, die ich gesehen habe, wer war das? Wer war das? Hat der bei Game of Thrones das Glas gehalten? Ja, genau. Bei Game of Thrones habe ich zum Beispiel gesehen, ist die Tante dabei, die nachher mit den Kindern da durch die Gegend zieht, die mit Bram, also ne, mit erzähl mir nichts, du. Ich habe, wie gesagt, ich habe Staffel 1 noch umgeguckt zu Hause liegen. Ehrlich? Ja, habe ich doch vorhin schon mal gesagt. Das solltest du wirklich anfangen. Du hörst mir nicht zu. Schmeiß den Rest weg. Ja. Ne? Ja. Und von Gotham, einer, der da mitspielt. Ja, zwei mittlerweile sogar. Von Gotham, der Pinguin-Darsteller, ich und Namen, und die blonde Ex-Madame vom Jim Gordon. Wo habe ich denn jetzt, ich glaube, so auch im Panini-Forum gab es auch hier ein Bild mit Pamela Anderson. Puh, also in meiner Fantasie sieht die Pam anders aus. Muss ich, also die, ist natürlich, es ist natürlich jetzt, ne,
altersgemäß, ne? Jetzt kommen wieder die Hate-Kommentare. Nee, das sind keine Hate-Kommentare, das ist einfach nichts gegen Pamela Anderson, aber es ist halt, sie ist halt natürlich, wie wir alle, gealtert. Ja. Ne? Und Zeit so mit sich. Und die Chirurgie macht das nicht für mich nicht unbedingt besser. Ne? Das stimmt natürlich, ja. Also ja. Dieses Zusammenspiel zwischen älter werden, aber wir schnibbeln an uns rum, dass es am besten auffällt. Wir müssen uns irgendwie einfrieren und konservieren. Nee, das ist, kann man nicht einfach würdevoll auch altern. Ich weiß, was du meinst. Also ich mag das auch nicht. Aber naja, gut, das muss halt jeder selber wissen. Tut mir so ein bisschen weh, dass die... Ja, ne, tut es mir auch. Die Vision, von der ich in meinem Kopf habe, und die reale Version, gut, ist ja, glaube ich, auch durch Hepatitis dann statt. Halt irgendwann mal stark auseinander. Was macht eigentlich Erika Elinek momentan? Die würde ich gerne mal wieder sehen. Ich habe keine Ahnung. Kennst du Erika? Ja, die hat auch bei Baywatch mitgespielt. Ja, das kennt er, ne? Das kennt er. Ich hab nie Baywatch geguckt, aber das weiß ich. Also ich habe auch damals schon Bravo gelesen und sowas, da steht das dann halt drin, ja. War ja eine meiner ersten Playboy-Erfahrungen. Mhm. Der kleine Breedstorm. Bravo, du Playboy. Der kleine Breedstorm mit seinem Kumpel immer schön fleißig die erste Baywatch-Staffel geguckt. Und so, wow. Ne? Wie gesagt, und da war von Pamela Anderson noch lange nichts gesehen. Da gab es die Erika Elinek, die hat die Shawnee gespielt. Und das war natürlich ein sehr sehenswerter Anblick, weil dieses Konzept von Pamela Anderson einfach noch gar nicht da war. Ne? Ach so. Ja, ne? Mit dem Badeanzug und Silikon und so weiter. Und Erika Elinek hat. Wirst du dir Baywatch den Film angucken? Nee. Soweit ist es dann auch nicht. Also es. Ich habe da mal einen Film gesehen, der hieß so ähnlich wie Baywatch. Und die Thematik war auch da, aber dann haben die... Das war eine lose Neuinterpretation. Ja, da wurde... Oh, da ging es ganz schön zur Sache auf diesen Turm da oben, ja. Die Rettungsschwimmer waren andere. Mhm. Erika Elinek, um darauf zu... Die kam dann in den Playboy. Und der Bruder von meinem Kumpel, der hatte den. Und das war natürlich sowas wie der Heilige Gral. Also er war dann sehr beliebt plötzlich, also den nach vorne zaubern konnte. Hatte dann genauso... hatte dann genauso statische Seiten wie so eine Bibel, so eine alte, ne? Und wie sagt man das denn? Pergamentartig. Nee, so weit war es nicht. Aber das war schon eine eindrucksvolle Erfahrung für den kleinen Breedstorm. Mhm. Ne? Also das, ich weiß gar nicht, wie alt wird der? Keine Ahnung, 12 oder so? Mhm. Vielleicht 23. Das fing bei mir wahrscheinlich auch so in dem Alter an, so mit 12. Aber das war dann halt schon nicht mehr... Ja. Ja. Aber naja, gut. Das... Ja. Reden wir jetzt aber nicht. Wir sind jetzt aufs Thema Playboy und herzlich willkommen beim Vergangenheitsbewältigungspodcast. Nee. Da gibt es schon ein Copyright drauf. Ja, können wir nicht machen. Oh, das können wir nicht machen. Ja. Das hat doch sehr Nachtsheim an den Eiern. Naja, gut. Sonst noch was? Ja, gut, hast ein Foto mit seinem Papa gemacht. Da kann ja eigentlich nichts mehr kommen jetzt. Jetzt kommt, das war der Drecksack. Ja. Naja, gut. Du wirst da sein. Planst du einen Tag, planst du zwei Tage? Ich plan gar nichts. Weiß ich noch nicht. Gar nichts. Ist halt die Frage, ob so ein Ding auch irgendwann ausverkauft ist. Ne? Das, das scheint das, ja die, wohl. Die Tickets sollte man sich jetzt mal. Deswegen werden wir uns darum kümmern. Und wie gesagt, sagt uns, wenn ihr da seid, wenn ihr irgendwas macht. Plem ist ja eigentlich immer sehr gerne auf solchen Veranstaltungen, lese ich bei Twitter. Also die sagen, im Gegensatz zu vielen aus der Comic, also es würde ja, wenn es sowas gibt wie die deutsche Comic-Szene, gibt es ja irgendwie, fiktiv, da kommt ja sehr viel Kritik, dass es gar nicht um die Zeichnungen geht, aber da habe ich so den Eindruck, die nutzen einfach die Möglichkeit, hey, da ist eine ganz andere Zielgruppe als halt auf den traditionellen Sachen. Ja gut, und die haben jetzt natürlich da scheint Heften zu laufen und sowas, das ist natürlich schneller mal zugegriffen als irgendwie bei, was weiß ich, Splitter oder Panini. Der neue Scheiß jetzt nach Shark Farmer kommt jetzt Trachtman. Ich hab's schon gesehen. Hast du gesehen? Mhm. Hast du gesehen? Also freue ich mich schon sehr drauf. Nicht, also. Nicht böse sein, Chris, aber mein Fall ist es wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Du hast eine Zeichnung davon gesehen. Aber es ist ja auch schon wieder als Trash-Format angekündigt. Ja, ist doch geil. Jetzt ist halt nicht so meins. Das ist halt nicht so meins. Ja. Steffen Karasek, der seriöse Comic-Fan. Natürlich. So ist ja auch nicht, aber es ist mir, wenn es mir zu trächtig wird, das ist mir dann einfach nix. Also für mich sah es jetzt vom ersten Blick, First View, sah es so ein bisschen aus, so in Richtung, wird es wieder in Richtung Austrian Superheroes gehen. Mhm, so, ne? Da sind ja auch so Anleihen
Ja, klar. Also man sieht, bei Trachtman sieht man so eine superheldenmäßige Figur, aber halt in Tracht, in bayerischer Tracht, ne, wie man sich das so vorstellt. Man weiß noch nicht genau, was verbirgt sich dahinter, würde mit Maßkrügen schmeißen. Ich weiß es nicht. Du wirst es erzählen, wenn du es hast. Natürlich. Selbstverständlich. Und vielleicht lasse ich mich ja dann auch wieder nochmal umstimmen, aber irgendwie, also auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, du hast Sharkman super gefunden, ich fand es jetzt auch nicht ganz so, aber gut, ich meine, das ist halt, die Geschmäcker sind verschieden. Wir ergänzen uns da ja. Ja, ne? Du lernst ja auch immer mehr dazu ich von mir. Ich die ernsteren Comics zu Hause. Ja, die ernsteren Comics wie so, Monster. Ja, Monster oder Goofy, eine komische Historie. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Weißt du, was du wenigstens noch was beigebracht? Bei Goofy. Früher, eine komische Historie. Natürlich. Früher habe ich von meinen älteren Cousins, die hatten Sport-Goofy. Also das war ein großformatiges Heft. Viel gelernt habe ich da allerdings nicht. Nee, das ist natürlich klar, aber das ist natürlich auch typisch funny. Ja? Also das ist dann logischerweise was ganz anderes. Ja. Ich meine, bei Goofy, eine komische Historie, lernst jetzt auch nicht wirklich was, das ist natürlich klar. Es werden halt nur Namen mal ins Spiel gebracht, schon mal von Figuren aus der Vergangenheit und so weiter. Was? Oh, ich bin gerade eingestiegen. Hast du mir wieder nicht zugehört? Ach, was ist eine Überraschung. Ja. Ja, also ich warte noch auf das große Goofy-Special. Ja, ne? Das mache ich wahrscheinlich dann eher an einem anderen Podcast, weil sonst schläfst du mir ja weg. Goofy, der Adam Sandler der Comic-Geschichte. Ja. Was? Kommst du jetzt da drauf? Ja. Verstehe ich nicht. Ja. Nee. Goofy und Jar Jar Binks haben auch gewisse Ähnlichkeiten. Natürlich. Ist das schon? Das ist mir nicht nur aufgefallen, das ist ja so gewollt. Das ist so gewollt? Vermute ich ganz stark. Und weil es gibt ja nicht umsonst, ich habe ja eine Figur. Jetzt nochmal. Oder, nein, von der Variante habe ich sogar zwei Figuren. Also, weil, andere Art und Weise von Figur. Einmal so ein Wackelkopf und einmal so eine Actionfigur von Goofy als Jar Jar Binks. Da staunt der Laie. Aber das ist natürlich, das kann man alles nicht nachvollziehen, wenn man kein Goofy-Fan ist. Und Goofy war tatsächlich zum Beispiel die einzige Figur in dieser Reihe von Figuren, als man das Star Wars-Universum mit dem Mickey Mouse-Universum quasi vermischt hat. Das war übrigens bevor Disney Star Wars aufgekauft hat, aber in den Parks war ja immer schon irgendwie Star Wars vertreten. Wo wollte ich jetzt hin? Goofy ist die einzige Figur, die in allen Waves, also in allen Figurenreihen drin ist. Ja. Es gibt 5 oder 6 und jedes Mal ist Goofy dabei. In irgendeiner Form. Jedenfalls freue ich mich schon auf mal ist große. Mal ist er Chewbacca, mal ist er Darth Vader, mal ist er und so weiter und so fort. Jedenfalls freue ich mich schon auf das große C3PO. Trachtman Shark Farmer Crossover. Also, und natürlich Jar Jar Binks. Und dieser komische Kopfgeldjäger da, der Bane Oberfett. Auch. Nein, Bane. Irgendwas mit Bane. Wie heißt der? Bane. Ja. Aber das Klon war es, glaube ich. Das kennst du aber nicht, ne? Nee, die einzelnen Namen ist mir jetzt nicht so präsent. Ja. Naja. Also, Zusammenfassung. Seid ihr in Frankfurt, gebt uns Bescheid. In Frankfurt auch immer ganz, ganz beliebter Ausruf, wo ist der Goofy? Tja, das ist jetzt ein Insider. Den werden jetzt nur Leute verstehen, die wirklich im engsten Zirkel jetzt sind. Jetzt hat auch der letzte im Podcast ausgemacht, Steffen. Schön. Beim Splitterstammtisch hat es der Marshall erwähnt. Wo ist der Goofy? Ja. Wo ist er denn, der Goofy? Tja, das kann ich jetzt hier nicht verraten. Dann müsste ich dich töten. Und die Hörer. Mhm. Es gibt eine Stelle in Frankfurt, da ist der Goofy sehr präsent, ja. Möchtest du die Geschichte mit uns teilen? Lass uns an deinem Wissen teilhaben. Also, jetzt hast du es angerissen, jetzt musst du auch zu Ende erzählen. Du kannst es ja schnell ist machen. Ist ein Ohrwurm, ne? Ja, also, der Einschlafen-Podcast. Es begibt sich zu jedem ersten Dienstag im Monat. Nein, klar. Die Truppe macht sich auf, trifft sich im T3, um es jetzt schnell zu machen, und bewegt sich Richtung Metropol, was unten am Dom gelegen ist. Wer sich in Frankfurt jetzt auskennt, weiß Bescheid. Ja.
Auf diesem Weg kommt man an der Konstablerwache vorbei und von da aus diesen einen Berg runter, dessen Namen ich gerade nicht weiß, und kommt vorbei an der Markthalle, an der kleinen Markthalle, große Markthalle, weil, also Markthalle, da wo immer noch Markt stattfindet. Und im vorderen Bereich dieser Halle gibt es so einen Buchhandel, der heißt irgendwie und hat auch viele Antiquariat, großes Buch Antiquariat und so weiter und so fort. Und wenn man daran wiederum vorbeigeht und dann sich umdreht und nach oben guckt, steht im ersten OG am Fenster der Butler Goofy. Und das ist die Stelle, wo wir immer rufen, wo ist der Goofy? Wow, das war also das Langweiligste, was ich seit langem gehört habe, Steffen. Du wolltest es hören. Respekt, also. Du wolltest es hören. Es gibt irgendeine gute... Ja, ich habe nicht gesagt, dass die Geschichte gut ist. Okay. Ich habe nur gesagt, es gibt... Der Butler Goofy. Ja. Gut. Ja. Steffen. Wahrscheinlich noch aus der Zeit, als, vermuten wir zumindest, aus der Zeit, als der Disney Store noch oben an der Konstablerwache war. Ja. In dem Teil, wo wir jetzt nur noch mit Spekulationen und Halbwissen um uns werfen, wie sieht denn deine Intention aus mit dem Leipziger Comicgarten? Das gäbe es ja auch noch. Und wir haben das ja auch mal so anberaumt, dass wir sagen, das wäre vielleicht mal interessant. Ne? Du könntest die alte Heimat mal wieder sehen. Ne? Lügenpresse, Lügenpresse. Ach nee, das ist ja Dresden. Ich glaube, in Leipzig gar nicht so verbreitet. Nee, das stimmt schon. Aber ja. Also der Comicgarten, um das kurz zusammenzufassen, ist ja auch von den dortigen Stammtischen eine Geschichte, wo die sehr, sehr viele regionale Künstler auch so zusammenholen. Mhm. Und ich glaube, der Goldene Gartenzwerg wird, glaube ich, verliehen. Mhm. Und das war eigentlich immer schon mal was, wo ich gesagt habe, ja, das ist mal ein anderes Konzept. Eine Hörerin, deren Namen wir nicht sagen, hat uns ja da mal Bilder zukommen lassen. Ja. Eine Hörerin vor allem. Ja. Ich glaube, die hat uns gar nicht gehört. Nee. Aber ist auch egal. Man hat uns Bilder zukommen lassen. Man hat uns Bilder zukommen lassen. Und ich könnte mir das durchaus mal vorstellen. Leipzig war ich noch nicht. Ich weiß, da war mal die Weltmetropole, na klar. Aber. Lass es, es wird nichts. Nee. Nö. So. Ja, ich war ja vor Ewigkeiten schon mal auf der Buchmesse in Leipzig, aber das war einmal und dann. Nee, ich will ja nicht zur Buchmesse. Ich möchte ja zum Comicgarten. Ich wollte ja nur sagen, ich war auch schon einmal auf der Buchmesse. Ja. Ja, was war das Thema? Comicgarten. Ja, ja, nee, also prinzipiell, also die Bilder sahen sehr gut aus und haben auch irgendwie Lust drauf gemacht. Ja. Natürlich also, muss da immer das Wetter so ein bisschen mitspielen. Ich glaube, in den letzten Jahren hatten sie immer relativ Glück, ne? Das war ganz gut. So in dem Dreh im Herbst. Und ich werde es, glaube ich, mal festmachen, wer da auch wirklich kommt. Mhm. Ja, also wenn wir da irgendwie jemanden dabei haben, wo selbst ich sage, ach, das wäre aber schön. Frankfurt-Leipzig fährt ja auch direkt einen Zug. Also von daher. Fährt er direkt einen Zug? Ja, natürlich. Gut. Hält er auch in Hanau? Mit? Hält er auch in Hanau? Der müsste sogar in Hanau halten. Ja, das wäre perfekt für uns. Dann bin ich ja früher gefahren. Dann also holen wir uns eine billige Bude. Ja. Suchen wir uns eine billige Bude. Oh. Bucklige Verwandtschaft hast du da nicht, ne? Ne, da jetzt im näheren Umkreis nicht, ne. Hm. Aber ich denke, das werden wir auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten. Also halten wir mal fest, Frankfurt ist gesetzt. Comicgarten mit einem Fragezeichen. Natürlich Frankfurt auch nur insofern gesetzt, als dass, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, von wegen Krankheit oder sonstigem. Ja, aber davon das wollen wir ja nie ausgehen. Sachen. Das ist ja bei allen Sachen ja, natürlich. Ja, aber nicht, dass man uns da jetzt also festnagelt. Besonders krank siehst du momentan nicht aus. Abgemagert auch nicht. Dankeschön. Ja. 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 Alle, die bis hierher durchgehalten haben. Ja, es tut herzlich, herzlichen Glückwunsch. Dürft jetzt abschalten. Ja. Vielleicht schlaft er auch schon. Ja. Ja, damit hätten wir es auch. Machen wir mal einen Deckel drauf. Im und denkt immer dran. März irgendwann. Achso, was? Der Metal soll uns einen, nicht trennen. Ja. Drachenlord? Ja. Es tut mir leid, ich finde es faszinierend. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. Ich habe mal kurz reingeschaltet und wieder was gemacht. Ist ja ähnlich wie Trachtman. Nee, was? Trachtman. Trachtman. Ja. Nein, ist es nicht. Ist was völlig anderes. So, also. Ich werde mich hier noch böse zitiert.
Habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ist ja auch ein Qualitätszeichen, wenn du irgendwas nicht magst. Ja, immerhin, ich mag Goofy, ja. Also da ja, muss man sich halt erstmal messen. Ja, ja. Also, aber ich denke, wer das hier regelmäßig verfolgt, weiß das schon einzusetzen. Gut. Sag tschüss, Breedstorm. Tschüss, Breedstorm. Den alten Gag, was sagt. Macht's gut. Ja. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.